Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koalion zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel. Und mit dabei, wie jedes Mal, in frisch vom fröhlicher Halloween-Stimmung heute, der Hotney als Inariel. Und Feder als Cetariel. Und Lokis Weib als Lyriel. Guten Abend. Der D-Rex als Daniel. Hallo. Und Yamera spielt Liberiel. Guten Abend. Ja, wir sind inzwischen schon in unserer 8. Folge dieses kleinen Projektes. Und wenn man die Spieluts nicht mitzählt. Ja. Wir gehen ja schon bald auf ein Jahr zu, ne? Soll ich das mal irgendwie... Das mal echt? Nicht, ne? Ja. Was? Also langsam. Wie langsam? Ich meine, wir hätten irgendwann im Februar oder so. Januar oder Februar. Ja. Naja, wie dem auch sei, wir spielen Chroniken der Engel. Nach den Ereignissen von letztem Mal habe ich mir gedacht, ich müsste mal genau wie in der Vampire-Runde einen kleinen Disclaimer nach vorne wegschicken für die Leute, die zugucken. Denn es könnte sein, dass es in dieser Runde etwas an Thematiken angeschnitten wird, was euch da draußen oder uns, bei uns ist das, glaube ich, vermeidbar, aber bei euch da draußen nicht so gut, dass Thematiken angeschnitten werden, die etwas heftiger sein können, falls euch irgendwas anfasst oder nicht gefällt oder sonst irgendwie triggert, schaltet bitte aus. Bringt euch ja keiner, das hier zu gucken, und ist ja nur ein Hobby und ein Unterhaltungsstream und nicht irgendeine Pflicht oder so. Denn das Setting, in dem wir uns befinden, im Europa im Jahre 2654 nach Christus, das ist ein bisschen anders als das Europa, was wir kennen. Mehrere Katastrophen haben die Menschheit heimgesucht. Es gibt die dämonenhafte Traumsaat, insektoide Kreaturen, die über die Menschheit herfallen und sie vernichten wollen. Die Menschheit selbst ist in eine Art mittelalterlichen Zustand zurückgefallen, aufgrund von mehreren Krankheiten, die über die Menschheit gekommen sind, die alle Erwachsenen ausgelöscht haben und nur noch Kinder zurückgelassen wurden. Und in diesem Universum herrscht, in Europa herrscht größtenteils eine neu gegründete Kirche, die Angelitische Kirche, die mit starker Macht gegen die Traumsaat vorgeht und somit die Menschheit schützt. Und als Waffenarm oder als ausführenden Arm der Kirche haben sie nicht nur menschliche Tempelritter, sondern auch die Engel, die vom Himmel herabgekommen sind, und um die Menschheit zu unterstützen. Und unsere fünf Spielerinnen und Spieler hier spielen genau eine Engelsschale der verschiedenen Engelsorden. Und die Gesellschaft ist ein bisschen hierarchisch geprägt, sehr strukturiert, mittelalterlich. Es herrscht Technikverbot, es herrscht größtenteils ein Lese- und Schreibeverbot. Und sehr strenge Zucht und Ordnung, weil ansonsten scheren die Leute aus, und wenn die Leute ausscheren, gibt es keinen Glauben, und wenn es keinen Glauben gibt, gibt es keine Kirche, und wenn es keine Kirche gibt, kann keiner die Menschheit verteidigen. Ganz einfach. Unsere Engelschar hat einen Auftrag bekommen, sie sollen in den hohen Norden reisen, denn dort war ein weiterer Engelsorden früher mal ansässig, der Raguels-Orden, Engel des Raguel. Dieser Stützpunkt der Raguels-Engel, des sogenannten Himmel, wurde vernichtet durch ein Fegefeuer, eine riesige Feuersäule, die unkontrollierbar über die Lande zieht und die Stadt, in der Himmel ansässig war, völlig vernichtet hat.
inklusive aller Menschen, Engel und sonstigem, was da noch so anwesend war. Das hat natürlich die gesamte Region in ja, tiefe Mitleidenschaft gezogen. Ordnungsstrukturen sind dadurch kaputt gegangen. Und Raguels Land ist Skandinavien, wie wir, also das, unser heutiges Skandinavien. Und dort will die Kirche wieder Fuß fassen und hat deswegen unsere Engelschar dorthin gesendet, um dort einen Außenposten, einen ersten Stützpunkt zu errichten, damit später Truppen nachziehen können und man dort einen größeren Fuß wieder fassen kann. Und ja, noch sind sie nicht besonders weit gekommen. Sie sind gerade mal bis in die Alpen geflogen, haben einige Abenteuer erlebt, schon auf dem Weg dorthin. Und ja, haben sich kennengelernt, hatten gerade so eine Art, ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eigentlich eine Schar, einen ersten Augenblick des Schar-Zusammenspielgefühls, als eine Katastrophe nach den anderen die Schar heimgesucht hat. Und ja, sie beiwohnen musste, wenn als eine andere Schar angegriffen wurde und von Traumsaat-Kreaturen fast vernichtet wurde. Einer der anderen Schar hat überlebt, aber sehr, 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 sehr schwer verletzt. Und in der letzten Folge habt Cetariel als Anführerin der Schar entschieden, auf, ja, dass dieser Engel einen Ballast darstellt für und eine Gefahr für die für ihre eigene Schar, für die Aufgabe, die sie haben. Und ja, hat entschieden, dass dieser Engel gehen muss. Und zwar jetzt sofort und nicht erst irgendwann. Und sie haben keine Möglichkeit, ihn mitzunehmen, irgendwo anders hinzutun oder sonst irgendwie. Sie haben, ja, Cetariel hat entschieden, er muss gehen und hat sein Leben beendet. Was die gesamte Schar in einen ziemlichen Schockzustand versetzt hat, zumal Lyriel und Liberiel da äußerst gegen waren. Liberiel eher so verhalten, weil dann doch etwas höriger als Lyriel. Aber Lyriel hat ziemlich gebockt und es gab ein Stand-off, eine fast schon eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Cetariel und Lyriel. Aber Cetariel hat aufgrund ihrer ihrer Engelskräfte Lyriel ja, Angst gemacht und hat ihr gedroht und ist somit einem direkten Konflikt aus dem Weg gegangen. Währenddessen versteht Inariel, glaube ich, die Welt nicht mehr, warum hier alle so komisch am Rad drehen. Ist überzeugt, dass Cetariel das Richtige tut und genau weiß, was zu tun ist. Also immerhin ist sie die Anführerin und die Michaelitin der Schar. Hadert aber immer noch ein bisschen mit sich selber, weil auch er es nicht verhindern konnte, dass die andere Schar irgendwie angegriffen und ausgelöscht wurde. Und Daniel hat damit ein besonderes Problem, denn er hat feststellen müssen, dass ein Ordensbruder von sich, ein anderer Gabrielsengel, den Flammen zum Opfer gefallen ist, den die Traumsaat-Kreaturen über ihn gebracht haben. Und das war bisher eine Unmöglichkeit in seinem Kopf. Und so langsam beginnen sich bei Daniel, der sehr, sehr streng erzogen und geradezu indoktriniert und Soldaten Blut quasi in sich trägt. Ein richtiger gedrillter Marine, könnte man sagen. Wenn ihr mal so diese die Filme aus den USA, wo es so um diese richtigen Drill geht, so mal gesehen habt, so ähnlich ging es bei Daniel auch zu. Wenn nicht sogar noch schlimmer. So langsam beginnt er Dinge in Zweifel zu ziehen, die man ihm beigebracht hat. Und als es die Auseinandersetzung zwischen Lyriel und Cetariel gab, hat das wohl einen weiteren Stoß in Daniels Verständnis der Welt versetzt, aber noch hält er zu den Strukturen, die er kennt. Allerdings, irgendwas ist denn in der letzten Folge mit Daniel geschehen. Wir wissen noch nicht was, aber wir werden es herausfinden. Ja, Liberiel hatte am meisten zu leiden, denke ich, beim letzten Mal, denn sie war die Einzige, die den schwer verletzten Engel in ihrer Kathedrale der Gedanken mit dem sprechen und ihn erleben konnte als richtige Person. Die anderen haben einfach nur einen verletzten bis auf die
ja, bis auf die Unterhaut verbrannten Körper wahrgenommen. Und ja, Liberiel war die einzige, die das Sprachrohr sein konnte von diesem Häufchen Elend. Und ja, aber es hat nichts genutzt. Sie hat die Worte weitergegeben, hat ihre Meinung dargebracht, allerdings hat Cetariel sich dagegen entschieden. Und am Ende hat Liberiel das wohl oder übel dann wohl so hinnehmen müssen. Ja, das ist die Ausgangssituation. Ihr seid beim letzten Mal dann auf den Befehl von Cetariel hin als Schar in die Lüfte gestiegen, habt den toten Engel in der Höhle liegen lassen, in der ihr kampiert hattet, und seid aufgebrochen wieder weiter gen Norden mit dem Ziel, Nürnberg zu erreichen, denn Nürnberg ist die Hauptstadt von Gabriels Land, dem Land, das wir heute Deutschland nennen, also grob zumindest. Teile von Österreich und Italien und Frankreich und Polen gehören, glaube ich, auch noch dazu. Allerdings ja, hat sich die ganze Europakarte ein bisschen verändert. Und Nürnberg ist tatsächlich nicht nur die Hauptstadt des Gabriels-Ordens, sondern Nürnberg ist gleichzeitig auch die größte Stadt der bekannten Welt. Sogar größer als Roma Aeterna. Und ja, der Mittelpunkt Europas, könnte man quasi sagen. Und Hauptsitz, wie gesagt, des Gabrielsordens mit dazugehörigem Himmel. Und die Gabrieliten sind nicht umsonst die Todesengel, die Streiter des Herrn, die mit Flammenschwert und finsterer Miene und finsterer Rüstung in die Schlacht ziehen. Auch Gabriels Land nennt man im Volksmund das Land der Toten. War es gemutet, wenn du was sagen wolltest, Hopni? Nichts, okay, alles klar. Deswegen machen wir uns heute auf einen Flug von den Alpen nordwärts in das Land der Toten. Und das wiederum ist unterteilt, das wird zumindest Liberiel und Inariel werden das wissen. Inariel, weil er sich einfach mit Geografie besonders gut auskennt. Und Liberiel, Daniel wird es auch wissen, weil sie halt Gelehrte ist. Das Land hinter den Alpen nennt man Alpes Nigrae. Und das ist das erste Teil eurer Reise, das ihr überbrücken müsst. Die größten Städte hier sind Innsbruck, Salzburg, Monacum, Landshut und Augsburg. Und ich weiß jetzt nicht, was Cetariels Plan ist. Also beim letzten Mal hat sie die Engelschar ziemlich getriezt und angetrieben, möglichst schnell voranzufliegen und aufzubrechen. Lasst ihr alles Mögliche auf dem Weg links liegen oder wollt ihr Rast machen in einer der größeren Städte oder einer kleineren Stadt? Oder was ist der Plan generell auf dem weiteren Weg? Darüber hatte sich die Schar untereinander auch noch gar nicht ausgetauscht, glaube ich. Hat ein anderes zu tun. Da war das letzte Mal nicht so richtig die Zeit dafür, darüber zu reden. Im Zweifelsfall, also wenn mir niemand den Auftrag gibt, irgendwo zu landen, führe ich sie direkt nach Nürnberg. Aber Citario wollte dazu gerade was sagen. Ja, also der grobe Plan, mal heil über die Alpen kommen, endlich. In der Hoffnung, dass wir keine Luftlöcher erwischen oder Traumsaatkreaturen finden oder ich weiß nicht was. Sondern einfach nur über diesen blöden Berg drüber. Und danach ist der Plan tatsächlich erstmal der Himmel der Gabrieliten, weil wir ein Schwert zurückgeben müssen. Weil, wie wir als Engel wissen, das Schwert der Gabrieliten einen Teil ihrer Seele darstellt. Und das lässt man nicht einfach im Schnee liegen, das gibt man zurück. Und von dort an müssten wir uns dann wahrscheinlich neu sortieren. Ob wir wirklich noch in Richtung der Ramieliten fliegen, ob wir überhaupt in dieser Besetzung weiterfliegen oder ähnliches. Aber das Hauptziel ist im Moment tatsächlich der Himmel Gabriels. Und wenn jetzt nicht gerade zufällig irgendwo ein Dorf von Traumsaat-Kreaturen angegriffen wird, dann werden wir da auch erstmal nur hinfliegen. Mhm. Und zwar wird das wahrscheinlich so aussehen, dass wir so eine Zugvogel-V-Formation fliegen, ganz vorne Inariel,
dahinter Lyriel und Liberiel und Zetariel und Daniel machen ganz außen das, die Spitzen des Dreiecks, sodass wir quasi die beiden Schwächeren in der Mitte haben und wir halt außen drumherum sind. Wie ist denn die Stimmung bei den einzelnen von euch Engeln, als ihr da so in der Höhe über das Land fliegt, was ihr unter euch erkennen könnt? Also das Erste, was man wahrnimmt, wenn man aus dem groben Alpengebirge, aus dem Hochgebirge heraus ist, dass Inariel euch da rausgeführt hat, ihr fliegt relativ schnurstracks gen Norden, ist erstmal, dass es war kalt da oben. Es hat ja Schnee gefallen und die Winde dort oben waren eisig kalt. Und hier ist eine andere Klimazone quasi, in die ihr hineinfliegt. Es ist stickend warm, es ist schwül warm, es ist hohe Luftfeuchtigkeit. Unter euch ziehen große tropische Wälder unter euch vorbei. Also es ist die Waldgebiete, die wir heute in Bayern oder in Österreich kennen, das sind nicht die Baumarten, die da im Jahre 2654 anwesend sind. Also sind mehr richtig regenwaldähnliche große Bäume. Immer wieder unterbrochen durch Reisfelder und vielleicht einige Viehzuchtgebiete, wo man Wald gerodet hat, die dann auffallen, weil sie gerade Flächen bieten. Aber das Einzige und Schlimmste ist diese stickende, schwüle Luft, dieses kaum atmen können. Ihr fliegt relativ hoch, das heißt, ihr seid da noch relativ kühl unterwegs und habt auch hier die Luft, den Flugwind und auch andere Winde, die euch tragen. Wie das da unten, wenn man landet, für die Menschen sein muss, das kann man sich nur schwer vorstellen. Außer Daniel, der kommt ja von hier, der kennt sowas. Liberiel und Lyriel kommen ungefähr auch aus der gleichen Zone, allerdings war es so schlimm wie hier, eigentlich bei euch zu Hause, nicht. Am Annähern schon, aber nicht so. Es liegt auch ein bisschen daran, dass die Gebirge hier wahrscheinlich die Luft auch noch aufhalten und das Ganze sich so ein bisschen von innen aufheizt und die stickige, warme Luft nicht weg kann. Es gibt allerdings guten Auftrieb, Liberia, so den großen Flügeln. Ne? Ja, du hattest nach der Stimmung gefragt. Ja. Ich vorwegfliege, gehe ich hauptsächlich meiner Aufgabe nach. Ich bin sehr wachsam, gerade wegen dieser großen Feuerkreatur, die wir zwar nicht gesehen haben, aber das, was sie zurückgelassen haben wir gesehen. Und ich weiß, dass es hier ja irgend sowas gibt und da bin ich sehr, sehr wachsam. Und passe da auf, dass wir nicht irgendwie in den Hinterhalt kommen, obwohl das natürlich in der Luft nicht ganz so einfach ist. Na gut, man könnte aus dem großen Waldgebiet von unten angreifen oder so. Da bin ich sehr wachsam. Und ansonsten mache ich mir Sorgen darüber, gerade ob Liberiel den Flug übersteht, wie es Lyriel wo geht und was dann noch so kommen mag. Außerdem müsste es Einfluss haben auf die Stimmung der Schar, dass Zetariel beim letzten Mal ja auch alle gedanklichen Kanäle, die sonst die Michaeliten immer für die Schar bereithalten, geschlossen hatte. Das heißt, ihr könnt gerade nicht über die Fähigkeiten von Ross und Reiter und nicht über Gedanken miteinander kommunizieren. Wahrscheinlich wird Zetariel Befehle laut rufen müssen, wenn sie denn welche hat, oder Inariel auch die Richtungsanweisungen rufen müssen. Tatsächlich nicht. Ich werde immer mal wieder so einen kleinen Kanal zu Inariel aufmachen, wenn ich irgendwas anzumerken habe. Aber das ist dann ein Mono.
Chat, also nur zwischen uns beiden. Wo halt dann auch wirklich nur die Worte rüberkommen, da kommen keine Emotionen, da kommen keine anderen Gedanken, da kommen keine Bilder, das ist halt einfach nur ganz stumpf die Befehle von hinten. Ja. Und das ist halt für die Engelsschar eine ungewohnte Daseinsform, denn eigentlich ist es so, dass die Schar ja wie eins agiert durch den Michaeliten und das ist halt abgeschaltet gerade. Wenn wir eine Weile so fliegen, hätte ich dann und Zitariel mir eine Nachfrage oder eine Anweisung gibt, würde ich noch sagen, sollten wir nicht alle zusammen wieder reden, spüren, fühlen? Ich glaube, das wäre gut für uns. Ich fühle mich alleine. Du bist nicht allein. Allerdings kann ich im Moment nicht abschätzen, inwiefern Lyriels Gefühle die Flugfähigkeit dieser Schar beeinflussen. Na gut. Aber ich fühle mich allein und ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Wir können es versuchen. Vielleicht redest du erst mal mit ihm. Dann du wirst das einschätzen können. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit unter anderem Lyriel reden sollte. Vielleicht gerade jetzt. Nein, jetzt muss ich aufmerksam sein. Gut, das stimmt. Aber wir können es von mir aus versuchen. Sollte es die anderen zu sehr ablenken, mache ich die Kanäle allerdings wieder dicht. Wir sind es ja gewohnt. Und vier andere Engelsseelen ploppen in deinem Verstand auf. Du kannst dich nicht da fühlen und die Emotion oder was auch immer die anderen gerade denken, nur von mir kommt mal wieder nichts. Ich bin so das eine Licht im Hintergrund, was halt sich schweigend zurückhält und weiterhin die Umgebung beobachtet. Na dann mal los, was fühlt man denn? Lyriel kommt eine ziemliche Mischung. Also das meiste ist wohl Trauer, es ist aber auch ein bisschen Angst irgendwie mit drin. Vielleicht ein Tacken Wut, aber wirklich hauptsächlich einfach nur Trauer und der Versuch aber, das beiseite zu schieben. Also beim Fliegen, ich würde halt wirklich einfach nur unten schauen, wenn man irgendwelche Menschen sieht, die ein bisschen beobachten, zu sehen, dass ich irgendwie nicht zu sehr aus der Formation rausfliege, aber halt ansonsten mich irgendwie abzulenken gedanklich, um halt dieses Bild der großen, verstörenden, beängstigenden Zitariel vor mir aus dem Kopf zu kriegen. Und halt ansonsten, also auch wenn quasi dieser Kanal wieder aufploppt, ich würde jetzt nichts sagen oder so, sondern wirklich einfach nur vor mich herfliegen, versuchen mich abzulenken. Bei Daniel würdet ihr wahrscheinlich auch für euch eine ziemlich ungewohnte Erkenntnis, weil, wenn ich mich nicht irre, Zitariel immer versucht hat, das irgendwie von den anderen abzuschirmen, wirklich diesen Zwiespalt da zum ersten Mal richtig spüren, dass er eigentlich gerade so gar nicht weiß, was er ist, wer er ist, sich selber auch ein bisschen mit seinen Fähigkeiten in Frage stellt, eben weil auch gerade nachdem er jetzt Pandariel ja auch mit seinem Schwert verbrannt hat, dieses versucht ist, nicht geschafft oder so im Kopf immer wieder rumgeistern hat. Er versucht auch krampfhaft, sich irgendwie darauf zu konzentrieren, die Umgebung wahrzunehmen. Das ist seine Heimat in dem Sinne und wenn da jetzt irgendwas schief geht und er das nicht kommen sieht, sieht er das halt auch wieder als Versagen seinerseits und Versagen ist halt etwas, was Daniel überhaupt nicht leiden kann.
Also da ist gerade so ein Fall von zwei Herzen in der Brust quasi, was ihr da spürt im Prinzip. Von Liberie kommt Schweigen, Traurigkeit sehr viel. Und ansonsten spürt man von ihr, dass sie sich auf das Fliegen konzentriert. Und zwar sehr stark und auch dem Befehl tatsächlich, Zetariel folgend, die ihr ganz zum Anfang der Reise gesagt hat, lerne deine Flügel kennen. Das tut sie. Und unterschwellig liegt diese übliche Angst vorm Fliegen, die, wenn der Kanal offen ist, während wir fliegen, immer mitschwingt, von Liberiel kommt. Damit kämpft sie mit der Traurigkeit und den Fokus aufs Fliegen. Ja. Wenn der Kanal angeht, merkt man, dass sich kurz ihre Aufmerksamkeit darauf richtet. Es ist so ein Registrieren, sie sind wieder da, und so eine Art Abklopfen. Sind wirklich alle da? Also jeder kriegt immer so top, top, top auf den Kopf praktisch. Und wir sind vollzählig. Ein kurzer Moment Erleichterung und dann wieder fliegen. Weil wenn dieses Erleichterungsding kommt und dieses top, 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 sackt sie so kurz ab und dann nein, fliegen. Konzentrier dich, fliegen. Wendet sich nachdem dieses awkward Schweigen so eine Weile im Raum geschwebt hat, meldet sich Zetariel nochmal bei Inariel, ohne dass es die anderen mitbekommen. Ich habe mich geirrt. Sie haben sich besser im Griff, als ich dachte. Ja, und das ist gut so. Wir sind eine Schar, wir sind zusammen. Sind wir das? Zweifelst du? Keine Antwort. Du solltest nicht zweifeln. Wie weit ist es noch? Ich denke mal, insgesamt wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie schnell wir unterwegs sind, aber mehr als 2 Tage sind wir definitiv nicht nach Nürnberg unterwegs, oder? Nee, also ich müsste jetzt selbst mal gucken. Müssten so 300 Kilometer Luftlinie sein, das haben wir vorhin mal nachgeschaut. Achso, okay. Also, ihr habt ja Liberiel dabei, die nicht sonderlich schnell und nicht sonderlich gut fliegen kann. Weiß nicht. Vielleicht schafft ihr das. Also das kann man an einem Tag schaffen, wenn man stramm und schnell durchfliegt. Seid ihr relativ früh aufgebrochen? Dann würde ich sagen, wir könnten zu Einbruch der Nacht da sein. Da müssten wir uns noch ein bisschen beeilen, ansonsten sind es ein paar Stunden länger. Ja, müsstet ihr ein Nachtlager finden. Dann fliegen wir, soweit wir können. Ich würde ungern im Dunkeln hier übernachten. Ja. Dieses Land hat einen gewissen Ruf. Das ist ganz anders, als ich es kenne. Was kennst du denn? Das Land um Monsai war schon. Alles östlich von Roma Eterna. Westlich, meine ich. Hier war ich noch nicht, so weit nördlich war ich noch nie. Hilf mir mal kurz, Koali, war der Frontenkrieg nördlich der Alpen oder südlich? Welcher Frontenkrieg? Ich war ja im Krieg.
Oh Gott. Also der große Krieg, den Daniel gefochten hat, das weiß ich, das haben wir festgelegt, das ist in Jerusalem gewesen. Ne? Also in ganz weit weg. Ja. Süden. Und Osten. Ja, meine aber auch südlich, auch wenn ich es jetzt gerade nicht nachschlage. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch südlich war. Okay. Ja, also runter nach Afrika kann man nicht. Da ist Brandland im Weg, wenn ich mich nicht irre. Moment, ich kann ja die Karte nochmal einblenden. Ja, also ein bisschen Afrika kann man. Ne, Nordafrika hier hat man. Und dann fangen die Wüstengebiete an. Und da, wo man eigentlich also in Afrika umgehen könnte und gen Süden marschieren könnte, also so Ägypten runter, also im Osten Afrikas, da ist Brandland im Weg. Da kommt man nicht durch. Ja. Und ansonsten gibt es Auseinandersetzungen natürlich weiter im Norden, also um die britischen Inseln. Da wird aber links wahrscheinlich wirst du da nicht gewesen sein. Und in Kleinasien und Syrien, da gab es die ganz großen Auseinandersetzungen mit der Traumsaat. Dann werde ich auch da gekämpft haben. Okay. Ich glaube, wir hatten auch mal festgelegt, dass das irgendwo in Griechenland oder so war. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich war auch noch nie so weit Norden. Gut. Naja, ich denke mal, Daniel kennt sich hier gut aus. Naja, schließ dich mit ihm kurz. Vielleicht weiß er etwas. Ja, merkwürdigerweise kann Daniel da gar nicht so viel zu sagen, weil das Einzige, was Daniel kennt, ist der Himmel und halt dann die Ordnung, die Ordenstruppbewegungen, die zur Front führten. So richtig irgendwie Sightseeing oder irgendwo im Land herumgekommen ist Daniel tatsächlich nicht. Aber er kennt natürlich Geschichten über das Land und könnte euch da erzählen, wenn ihr das hören wolltet. Fragt. Ja, ich weiß nicht, ob wenn wir über unsere Verbindung spüren wir eigentlich auch, wie es den anderen so körperlich geht? Und drauf an, was Zitariel und was die Einzelnen zulassen. Ja, dann ich würde nämlich mal gerade auch auf Liberiel lauschen, gerade wenn sie auch vielleicht dran denkt, wie es ihr geht mit der Höhe und mit dem Fliegen. Daran würde ich mich orientieren, wie lange wir noch fliegen. Mhm. Und dann auch mal irgendwann sagen, Liberiel, kannst du noch? Wir könnten heute Abend ankommen. Ansonsten müssten wir da unten noch einmal rasten. Ja, du spürst, wie sie dabei, wenn du fragst, die Aufmerksamkeit auf ihre Flügel lenkt. Es kommt deutlich durch, dass sie erschöpft ist, dass sie müde ist, dass die Muskulatur zieht, dass sie überlegt. Man merkt so ein bisschen, ob sie überlegt, sagt sie jetzt die Wahrheit, damit man landet und man wieder Rücksicht auf sie nimmt und da kommt so ein Wiedersehen dazu durch. Und ich bin erschöpft, aber vielleicht geht es. Vielleicht nur eine kurze Rast, keine lange. Komm, das können wir machen. Daniel? Ja? Haben wir ja irgendwo einen Ort, wir suchen einen Ort, in dem wir eine Stunde vielleicht rasten können. Es wäre gut, wenn du mir was nennen könntest. Ich würde vielleicht, siehst du das da vorne an diesem kleinen Hügel? Ja. Vielleicht dort? Vielleicht auf dem Hügel. Ich schaue mir das mal an. Ich schaue mich dann auch mal noch mal so ein bisschen in die Ferne. Ich weiß ja, was hier so rumkreucht und fleucht wahrscheinlich. Sieht das gerade irgendwie verdächtig aus? Verdächtig sieht es jetzt nicht aus. Hast halt keine Traumsaat oder sonst irgendwas gesehen. Wenn dann irgendwelche Vogelschwärme oder so.
Wie gesagt, unter euch ziehen riesige, urwaldmäßige, tief bewaldete Gebiete. Also so richtig hier Dschungel irgendwie. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte sich so eine grüne Lawine über so einen Landstrich gezogen. Immer wieder unterbrochen durch einzelne kleine Flecken, die frei sind. Und Daniel weiß, dass halt die Menschen teilweise sich halt Stellen in diesem Urwald herausgerodet haben und da kleine Siedlungen gebaut haben. Und dass generell in Gabrielsland diese Einwohner, die sich mitten im Urwald aufhalten, ja, die nennt man wirklich Hinterwäldler, weil sie ja, im Wald wohnen und die sind nicht die Schlausten und ja, und sind so richtige urträgige, also sind schon sehr gläubig, aber zumindest sagt man das. So richtig gesehen hat Daniel noch nie einen, aber man erzählt sich halt, das sind halt so richtige, fast schon Tiere. Das heißt, so von meiner Einschätzung, so verglichen mit dem Fischerdorf, würde ich sagen, war das Fischerdorf noch hochgebildet? Hochgebildet, höchst gebildet, ja. Also die Hinterwäldler haben so, die haben gar nichts. Also von daher sind sie sehr, sehr gottesfürchtig wahrscheinlich. Weil Bildung ist ja schlecht. Also, das hier ist zwar Gabriels Land, aber mehr als meinen Himmel und den Weg nach Roma Aeterna habe ich selber auch noch nicht gesehen. Da unten in den Wäldern haben sich Menschen in Siedlungen niedergelassen. Die man Hinterwäldler nennt. Und ich sehe hier kein Ende vom Wald. Ja. Das liegt daran, dass sie in den Wäldern leben. Dann ist der Name ein bisschen widersprüchlich. Oh, in Ordnung. Naja, also wenn man von Nürnberg ausguckt, kommt erst Wald und hinter dem Wald sind halt die kleinen Siedlungen, deswegen Hinterwäld. Naja, egal. Auf jeden Fall sind von dem, was sich so erzählt wird im Himmel, die Leute aus dem Fischerdorf noch sehr weit entwickelt. Dann landen wir irgendwo außerhalb der Reichweite der Dörfer. Sie sind wohl sehr gläubig. Wir sollten uns wahrscheinlich sehr fern von ihnen halten. Gut. Bevor sie noch anfangen, für uns weitere Feste zu feiern. Ja, dann suche ich eine Stelle, wo man gut das Land übersehen kann und wo ich auch in der Nähe keine Siedlung sehe. Und dort gehen wir dann mal runter. Inaril hat ja so eine kleine Hügelkuppe, vielleicht so ein Bergmassiv halt gesehen, das aus dem Dschungelgebiet halt quasi rausragt. Vielleicht nimmt ihr dann das als Landeplatz einfach. So, jetzt ist es nicht mehr weit, aber wir rasten kurz. Wenn ihr allerdings jetzt nach unten fliegt, dann trifft euch jetzt halt die komplett tropische Schwüle, die ihr da mit voller Wucht jetzt quasi mitbekommt. Ihr seid halt noch oberhalb der Baumkronen merkt aber dieser Dampf, der von den Pflanzen aufsteigt. Das muss unglaublich feucht da unten sein. Gibt es da einen dieser Baumriesen? Diese riesigen Affenbrotbäume oder so? Ja, ja, sowas, genau. Ja. Dann würde ich doch mal gucken, dass wir vielleicht auf so einem landen, damit wir nicht bis nach ganz unten in die Wurzeln müssen, um es danach wieder hochzukämpfen, sondern dass wir irgendwo so einen großen Baum finden, wo man drin landen kann. Inaril hat ja so einen Berg, der aus dem Wald heraus ragt. Das ist noch besser. Quasi gefunden. Nehmen wir den. So diese Hügel, diese Bergspitze, so knapp über der Blätterkrone, ragt aus dem Wald heraus.
Ja, dann lande genau. ich irgendwo oberhalb der Schar und würde sagen, ruht euch aus, damit wir bald weiterfliegen können. Gut. Dann sitze ich da oben irgendwo auf so einer Felskante und habe mein Schwert so über einem Knie und beobachte die Umgebung sehr, sehr aufmerksam. Ja, ich bin ein bisschen unruhig, ich laufe hin und her, schau mal, geh mal ein bisschen im Berg hinunter und dann wieder hoch, lausche auch auf die Umgebung. Ja, das sind typische Urwaldgeräusche, irgendwelche Tiere, so röhrende Hirsche vielleicht oder so etwas. War ganz nichts, was irgendwie bedrohlich für euch wäre. Kein Summen oder so, was dich in Alarmbereitschaft versetzen würde. Allerdings kannst du dir gut vorstellen, dass sich hier in diesen Wäldern unglaublich, ja, was sich da drunten verbergen mag. Also das ist halt unwegsames Gelände. Also da kann alles und nichts sein. Gut. Daniel würde auch nochmal so sich an so eine Klippe vielleicht stellen, auch mal dann so ein bisschen runter gucken. Und dann auch ziemlich fasziniert feststellen, wie wenig er eigentlich über seine Heimat weiß. Also er fühlt sich halt, so, obwohl das seine Heimat sein sollte, auch ein bisschen fremd und alles ist neu, weil er das noch nie gesehen hat. Und wenn Zetariel dann nicht wieder irgendwelche Emotionskanäle abgekappt hat, dann werdet ihr auch so eine gewisse Unsicherheit bei ihm dann spüren. Ja, also weiter nördlich wird sich Daniel wahrscheinlich viel wohler fühlen, wenn die ersten vernünftigen Städte kommen, aber das hier, dieser Hinterwäldlerwald, hier Alpe Nigre, ja, ist halt die südliche Abgrenzung zu den anderen Ländern und ja, stellt auch einen natürlichen Schutzwall da gegen Invasoren. Weil es gibt halt nur wenige Straßen, die kann man sogar von oben sehen, wenn man drüber fliegt. Oder halt die Flüsse als Transportwege, aber sonst kommt niemand durch diesen dichten Wald durch. Zumindest nicht unbemerkt. Oder schnell. Schnell und unbemerkt, das ginge nicht. Unbemerkt, ganz, ganz langsam ginge. Aber schnell auf keinen Fall. Und Truppenbewegung würde man da erst recht sehen. Ja, hast du mich jetzt so angesprochen oder wolltest du mich? Ja, ich trete mich heran. Okay. Die Hand ausgestreckt, würde ich dich am Arm berühren, im Oberarm. Liberiel? Liberiel? Also ich schaue gerade so von meinem Rucksack auf meinen Rolle mit meinem Werkzeug, sag ich jetzt mal, in der Hand. Liberiel. Der Flügelschmerz, weißt du, kannst du da etwas tun? Na sicher. Setz dich am besten mal hin. Kauer mich hin. Guck so ein bisschen unsicher zu dir hoch. Ja, ich hab einmal kurz meine Hände und legst du dir dann halt vorsichtig auf die Flügel? Beide oder einer besonders? Der linke. Ja, auf den würde ich dann meine Aufmerksamkeit richten, das sehende Auge anwenden, um halt zu spüren, was da los ist. Muskeln sind halt hart und überansprucht. Ja, dann. Genau. Muskulatur ist halt überhaupt so langes Fliegen nicht gewohnt. Wir sind ja erst ein paar Tage unterwegs. Dann der Absturz, das Sein in der Höhle dort. Und man merkt einfach, dass das Lyriel körperlich erschöpft ist. Und dass die Flügel halt sich erst daran gewöhnen müssen, so viel zu fliegen. Und dass sie halt auch versucht jetzt, wenn wir nicht gerade fliegen, irgendwie aktiv die Flügel hochzuhalten und sie nicht immer hinter sich herzuschleifen. Und das geht halt auf die Muskulatur einfach. Die ist verkrampft und hart und... Ja. Kann man dann noch irgendwas tun, außer
mit deinen Händen? Meine Hände können mehrere Dinge für deine Flügel tun. Und ich spüre halt, also so viel Kraft, wie ich abgeben kann, gebe ich halt ab. Das, ne, die Muskeln einfach auf was weicher werden. Und den Rest mache ich dann halt einfach tatsächlich über reine Massage, Physio halt. Und ja, ne, versuche einfach, ne, so ein bisschen die gröbsten Verspannungen rauszumassieren, währenddessen halt ein bisschen Kraft abzugeben. Ja. Das sticht. Da musst du jetzt leider durch, aber dann wird's besser. Weißt du, man kann Fleischspieße machen, die man würzt und dann übers Feuer hängt. Ich glaube, so muss ich das Fleisch fühlen. Vorausgesetzt, es würde noch fühlen. Fühlt Fleisch noch? Nicht dran denken. Au! Ich hoffe nicht. Bald wird es besser. Deine Muskeln werden sich an die Anstrengung gewöhnen und dann wirst du solche Flüge aushalten. Mir leid, dass ich deine Kraft beanspruchen muss. Dafür hat der Herr mich auf die Erde geschickt, Liberiel. Das muss dir nicht leid tun. Danke. Gern. Muss das so wehtun? Ja, muss es. Sonst kann es nicht besser werden. Über den Gedankenkanal kommt so ein Gefühl von leise vor sich hin schimpfen und fluchen. Hören wir da ein Mi-Mi-Mi-Mi? Ja. Ein Engel, der flucht? Naja, eher ein Schimpfen, kein Fluchen. Vielleicht auch das. Und dann ein, oh, bitte verzeih mir Gott hinterher. Es entsteht wieder so eine awkward Stille auf diesem Berg. Daniel steht am Rand, kriegt dann auch diese heißen Winde mit, die aus dem und diese feuchten Lüfte, die nach oben steigen, sieht weit in den dampfenden Dschungel. Also wie gesagt, das kann man förmlich sehen, diesen Dunstwolken, die Blätter absondern von den Bäumen. Inariel kommt das vielleicht sogar ein bisschen lebendiger vor, als irgendwie er gedacht hat, weil Land der Toten, hier scheint alles total lebendig zu sein, weil es sind überall Pflanzen und Pflanzen kennt Inariel. Die Raucher suchen da, ja, das ist eigentlich wahrscheinlich, weil hier so wenig Menschen sind oder so. Wer weiß das schon? Ja, ich beobachte die anderen bei ihrer Massagerunde. Überlege halt auch schon, dass wir bald in ein Meer kommen, wo wir mindestens einen Tag durchfliegen müssen. Ja, wenn ich die Karte nochmal aufmache, zwischen Skandinavien und dem Festland, immerhin ist Leipzig eine Küstenstadt inzwischen, ja, das muss man sich auch immer nochmal, oder Aachen, ja, Aachen ist auch eine Küstenstadt. Ja, also das die wie lange habt ihr von Roma Aeterna bis zu den Alpen gebraucht? Auch 2-3 Tage, ne? Ungefähr. Wir sind halt sehr langsam geflogen. Ja, ungefähr diese Zeit müsstet ihr auch über die Nordsee fliegen. Also von der Strecke her. Deswegen hat Liberiel ja das Training verschrieben bekommen von Roma Aeterna bis zur Küste, damit sie bis dahin ein bisschen Ausdauer und Muskeltraining betreibt, damit sie das dann auch packt. Die Muskeln wachsen ja, aber das tut weh. Nee, nee, nee. Ja, wir kommen jetzt bald in Gabriels Land, da kriegst du dann mal so eine Trainingshalle und dann. Ja. Ja. Ihr seid schon in Gabriels Land.
Wenn ich halt merke, dass es für Liberiel wirklich ja nahezu unerträglich wird, aber ich meine, ich muss es ja machen, ihre Flügel müssen ja funktionieren, fange ich halt dann dazu noch an, um ja, leises Heilungsgebet zu singen, um sie halt so ein bisschen zu beruhigen auch. Irgendwas, was ich halt in der Ausbildung so gelernt habe. Wir haben ja auch tatsächlich viel gesungen bei uns im Himmel. Und ja, einfach, dass sie ein bisschen sich darauf konzentrieren können. Du kennst viele Lieder, oder? Ja, ich singe die Strophe noch zu Ende. Und dann, ja, wir haben viel gesungen bei uns im Himmel. Das hat mir schon immer Freude bereitet. Hast du auch viel mit deinen Brüdern und Schwestern gemacht? Ja, so viel es ging. Citharin hat ja von ihrem Himmel ein wenig erzählt und dass sie immer beisammen waren. Nie allein waren. Nicht nur erzählt, ich habe sogar geteilt. Mhm, genau. Also zusammen waren ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck. Naja. Ein bisschen untertrieben. Eins waren, aber... Wir waren eins. Daniel war auch nie alleine. Nur halt anders. Doch in der Kammer. Ja gut, das stimmt. Individualität ist Isolation. Nein, so nicht. Ich war durchaus auch mal alleine, um mich auszuruhen oder halt um alleine zu lernen. Ansonsten, naja, zum Gottesdienst waren wir zusammen und es gab ja auch Unterricht, wo wir dann zusammen waren, aber nein, so eng wie bei Citariel war es nie. Mit Peliel habe ich mich gut verstanden, hat mir das Fliegen beigebracht, ein bisschen unsanft. Naja, ansonsten, er wurde mir ziemlich direkt nach meiner Geburt zugeteilt, um mir alles zu zeigen, was er auch sehr gewissenhaft getan hat. Ansonsten, wir lernen halt auch an den Kranken, die zu uns kommen, die Heilung. Das muss ja sein. Wir müssen assistieren können und das irgendwann selber durchführen. Also, ich habe schon einiges zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern gemacht, aber nicht so wie bei Citariel. Und wie war es bei euch? Bei den Ramieliten? Bücher, sehr viel. Lest ihr? Lest ihr einfach die ganze Zeit, oder? Nein, nicht nur. Wir müssen viel hören und das, was wir gelehrt bekommen haben in den Unterrichtsstunden, mussten wir niederschreiben und selbstständig strukturieren. Das Wissen ist, stell es dir vor, als wenn du in einem schlimmen Regenguss stehst, so prasseln die Worte auf dich ein, in verschiedenen Dialekten gleichzeitig. Das Latein und das Kommen völlig durcheinander geworfen. Du musst es sauber in einer Sprache niederschreiben und dann selbstständig das Wissen, das völlig durcheinander geworfen ist. Als hätte man vielleicht verschiedenfarbige Perlen über dir ausgeschüttet und du musst sie selber selbstständig sehr schnell sortieren nach Farben und Größe und Form. Uff. Das klingt anstrengend. Es hat Spaß gemacht. Aber jeder hat das für sich gemacht. Da war niemand. Das stimmt nicht. Es war nicht niemand, aber wir haben uns nicht gegenseitig geholfen. Jeder hat das Wissen, das er erlangt hat, für sich gehütet. Wissen teilen ist verpönt. Mein Mentor hat auch darauf bestanden, dass ich alles selbstständig lerne. Das klingt komisch. Wir durften uns immer gegenseitig helfen.
Und auch die Menschen haben uns teilweise geholfen. Zum Beispiel fast alles, was ich über Kräuter weiß, weiß ich von Mutter Hilde. Das klingt gut. Für uns gab es nur wenig Menschen im Himmel. Die meisten waren in den unteren Bereichen. Oben nur ein paar Beginen, die aufgeräumt haben und Bücher wieder wegsortiert haben. Aber ich glaube nicht, dass die meisten davon lesen konnten. Sie wussten einfach, wo die Bücher hingehören. Ich glaube, lesen kann Mutter Hilde auch nicht. Aber sie ist eine wirklich weise Frau. Sie hat mir viel beigebracht, auch wie man die Pflanzen am besten zum Wachsen bekommt. Man muss nämlich mit ihnen reden und ihnen seine Zuneigung zeigen, sonst wachsen sie nicht richtig. Es gibt niemanden, der besseren Kohl zieht als Mutter Hilde. Weißt du, es gibt gerollten Kohl, den kann man mit verschiedenen Dingen füllen. Oh, das brennt. Dann brät man ihn an und kann mit dem Sud, der herauskommt, eine wunderbare Soße machen. Kartoffeln kann man sie ein bisschen andicken. Das klingt wirklich lecker. Und jetzt schwirbt halt noch so ein bisschen Traurigkeit und Sehnsucht durch den Kanal. Und Hunger. Obwohl Engel nicht oft essen, aber man kann es ja trotzdem genießen. Richtig. Und so sieht Lyril ja auch ein bisschen aus. Noch ist sie ein bisschen moppelig. Nach dem Flug wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, aber... Vielleicht können wir an unserem Zielort eine Küche einrichten. In Nürnberg. Oh ja. Und dann kannst du einen Garten anlegen und Kohl ziehen. Oh ja, das klingt gut. Und tatsächlich muss Lyrina ein bisschen lächeln und Traurigkeit wird ein kleinen Tropfen weniger. Ich mache mir geistige Notizen. So, ist verfressen. Das mit den Berichten ist doch die Ramieliten-Aufgabe. Ja, aber die wird ja gerade massiert. Die kann sich gerade keine Notizen machen. Obwohl, doch, oh, wenn du wüsstest. Ich wollte gerade sagen, sie müsste ja eigentlich Multitasking können. Ne? Leichteste Übung. Es ist ja sogar dieselbe Sprache. Und es sind nicht mehrere Leute, die reden. Stimmt auch wieder. Das war er, glaube ich. Obwohl ich auch, oder? Was kochen wir für Daniel? Was isst er wohl gerne? Bestimmt lieber herzhaft als süß. Ja. Kann man ihm aber mit was Süßem eine Freude machen? Der gute Haferbrei. Aber was anderes hat er ja nie bekommen. Vielleicht Feuerschoten. Gebratene Feuerschoten. Das klingt spannend. Die verträgt aber nicht jeder. Gabrielit. Feuer im Namen. Ja, aber das würde sicherlich passen. Brennen die denn? Oder auf der Zunge, ja. Kann nicht jeder essen. Was gibt es in verschiedenen Stärken? Aber ich habe gar keine Samen dafür. Ich weiß nicht, ob es die dort oben gibt. Zumindest vom Klima her würden die hier gut gedeihen können. Hier schon, aber da oben auch. Wo ihr jetzt gerade seid, nicht. Ne? Oder meinst du in Raguels Land? Raguels Land. Hm. Unwahrscheinlich. Wollen wir auch für Zitariel etwas kochen? Na, es muss ja gerecht zugehen. Und du merkst halt, ihre Hände halt kurz zögern und dann weitermachen.
Riecht etwas mit Honig. Magst du Honig? Hast du gelernt, Bienen zu züchten? Vielleicht sollte ich das eher Inariel fragen. Inariel kennt ganz viele Bienen zuchten. Ich kann ein bisschen mit ihnen umgehen. Und ja, Honig mag ich sehr gerne. Aber züchten könnte ich sie nicht, nein. Aber du könntest bestimmt die nötigen Kräuter heraussuchen, mit denen man Honigbonbons machen kann. Kräuter-Honigbonbons. Oh ja, das hat Mutter Hilde mir beigebracht. Sie hat festen Honig genommen und ihn mit Kräutern zu kleinen Kugeln gerollt. Das nehmen die Kinder viel lieber als irgendwelche anderen Hustenmedizin. Das habe ich mir gedacht. Würde ich auch viel lieber. Ich würde gerade sagen, so richtiges Bonbon machen, ich glaube, das ist drin mit dem Stand der Technik. Ja, vielleicht nicht Formbonbons, aber... Naja, das, was Lyriel gerade beschrieben hat, das ist definitiv drin, ja. Das heißt, wir müssen, wenn wir in Raguls Land sind, Bienen suchen. Es muss überall Bienen geben. Bestimmt. Sind ja wichtig. Das Fortbestehen der Blumen. Inariel? Ich bleib da sitzen und würde mir nach Inariel rufen. Ja. Kannst du Bienen fangen? Ich kann sie rufen. Oh, das ist noch besser. Wofür möchtest du Bienen? Für Honig. Das ist lecker. Habt ihr eigentlich das kleine plüschige Etwas mitgenommen oder habt ihr das da gelassen? Was Inaria gerufen hatte beim letzten Mal um. Nein, das haben wir nicht mitgenommen. Nein. Das haben wir da gelassen. Ich stelle mir vor, wie so bei Inaria aus dem Ausschnitt guckt, oder? Nein, wir reisen ja nicht seiner Heimat. Welcher Ausschnitt? Würde Lyriel noch trauriger machen. Nein, das haben wir da gelassen. Aber Honig ist nicht so einfach. Das ist ja nicht so, dass die Bienen mit Honig ankommen würden. Nein, das vielleicht nicht, aber vielleicht kannst du sie irgendwie überzeugen, in der Nähe ihren Bienenstock zu bauen. Hier? Nein, in Ragolsland. Ach so, ja, bestimmt. Dann können wir den Honig ernten und zum Kochen benutzen und um Tee zu süßen und um Bonbons zu machen. Das gefällt den Menschen ganz bestimmt. Ja, das sicher auch. Du hast doch bestimmt schon Honigbonbons gegessen, oder? Klar. Gut. Was ist das? Neugierig genug bin ich. Und auch schon das ein oder andere Giftige gegessen, weil es so schön bunt war. Alles erstmal. Kann alles einmal essen. Genau. Irgendwann, wenn ich merke, dass die anderen ausgeruhter sind, würde ich dann wieder zum Aufbruch drängen, weil die Sonne sinkt und ich habe wirklich keine Lust, im Urwald in der Nacht zu übernachten oder weiter zu fliegen. Das ist nicht so gut. Dann folgt wohl ein Gewaltflug Richtung Norden. Und ihr erreicht die Grenze des Unterabschnitts, also des Landes. Die Mitte von Gabriels Land nennt man Morikum. Und überquert im Flug Ingolstadt, also Ingolstadium, wie es heißt inzwischen. Und da folgt einem großen Fluss. Und den nennt man nur den großen Kanal. Und Daniel und Inariel wissen auf jeden Fall, dass Nürnberg an diesem Fluss liegt. Und
ja, die Gabrieliten deswegen auch dieses ganze Land und vor allen Dingen auch den Handel kontrollieren hier, weil der große Kanal dafür für den Handel halt unverzichtbar ist. Die Flussschifffahrt ist für den Warentransport halt sehr wichtig. Und es gibt halt eine Art Schleuse auf der Höhe von Nürnberg. So eine Art, man nennt es die Leiter, wo die Schiffe halt in Ebenen wechseln müssen. Und das kontrollieren die Gabrieliten und haben deswegen alle Macht über die ganze Handelsstrukturen im ganzen Gabrielsland, weil der große Kanal dafür halt wichtig ist. Und da, ihr könnt dem Kanal halt folgen, seht die ganzen Schiffe dann da auch unten auch fahren. Und ist wirklich reger Verkehr. Und wenn ihr euch Nürnberg nähert, hört auf jeden Fall, fängt auf jeden Fall an, das Gelände sich massiv zu verändern. Denn ihr kommt irgendwann an den Rand dieses subtropischen Waldes und wie eine Rasierklinge abgeschnitten, folgt ein Brachland. Ein gerodetes, ein riesiger Bereich, der komplett gerodet ist, mit vielleicht noch voll ist mit ein paar Feldern, also großen Maisfeldern, großen Reisplantagen oder Viehzuchtgebieten. Aber es ist, man sieht halt, wie künstlich dieser Wald halt abgeschnitten, weggerodet wurde. In einem großen, riesigen Ausmaß und in der Mitte dieser riesigen Rodung könnt ihr schon von weitem den großen Himmelsturm der Gabrieliten sehen und auch die Stadt Nürnberg. Ein riesiger Moloch von Stadt, der ja vielleicht an die Nariels empfindliche Ohren auch schon von weitem Lärm irgendwie fabriziert. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie dieser Kameraflug im Herr der Ringe, wo man wo die Orks halt den Wald gerodet haben. Was war das nochmal? Von Saruman die Festung da? Isengard. Genau, Isengard, die hatten ja auch alles drumherum abgeholzt und so ein bisschen stelle ich mir das auch vor. Und genau, auch mit diesem Turm in der Mitte. Und ja, was auffällt, ist, dass westlichen Seite des großen Kanals der Hauptteil der Stadt liegt. Und sich die Stadtausläufer sehr weit ziehen. Ja, genau, die Stadt Nürnberg liegt komplett, fast komplett westlich von dem großen Kanal. Man sieht im Osten neben dem Kanal noch städtische Überreste, so Ruinen, ganz viele große Ruinen. Und Daniel zumindest weiß das, dass man sich erzählt, dass früher mal in der vorsintflutlichen Zeit Nürnberg im Osten vom großen Kanal gelegen hat. Und ja, es gibt halt Trümmerfelder und Ruinen noch dort. Aber da traut sich niemand hin in dieses Gebiet, außer einigen ja, Schatzsuchern und Metallsuchern, weil die alten Ruinenstädte der vorsintflutlichen Zeit, also unsere Städte von heute, haben nur noch eine Daseinsberechtigung, nämlich dort Metall abzubauen, was man sonst nirgendwo herkriegt. Dementsprechend sieht das da auch aus. Allerdings soll auch dieser Teil der dieses Gebiet soll verflucht sein. Und nur weil der Himmel der Gabrieliten so nah daran liegt und und die Leute genau wissen, wie eifersüchtig die Kirche auf diese Gebiete schaut, ja, traut sich dort niemand hin. Es gibt eine riesige große Stadtmauer, die man eine richtige Burgfestungsmauer, dicke Steine, eine geschwärzt, prangt sie mehrere Meter hoch, sehr, sehr beeindruckend mit Wehrtürmen und allerlei Abwehranlagen und vor der Mauer auch weitere Stadtviertel
Und Daniel weiß auch, dass dort halt die leben, die nicht in die Stadt hineingelassen werden. Weil inzwischen ist Nürnberg, das ist ja die größte Stadt, wie gesagt, in ganz Europa. Alle Leute wollen hier leben. Aber durch die Festungsmauer begrenzt ist in der Stadt halt nur wenig Platz irgendwann. Es ist voll. Und dementsprechend könnt ihr, wenn ihr drüber fliegt nachher, auch entdecken, wenn die Häuser unter euch sehen halt nicht so aus wie irgendwie in anderen Städten oder in Roma Aeterna oder so, wo diese schön geordnete Häuser vielleicht auch zwei- oder dreistöckig sind. Nein, hier sind sie in die Höhe gebaut und aber allerdings, weil es kaum Architekten oder sonst irgendwelche richtige Bauingenieure oder sowas natürlich gibt, alles kreuz und quer, die Häuser quasi schief aneinander, sodass sie sich halt gegenseitig abstützen. Überall noch irgendwie so ein extra Balkon dran gezimmert und dann noch einer und noch einer, bis es dann irgendwann kippte und man das irgendwie in einem Balken abstützen musste. Alles kreuz und quer, nur dass man irgendwie noch einen Wohnraum schaffen kann, wenn er auch nur so klein ist. Straßen kann man von oben fast schon gar nicht mehr erkennen. Es wirkt fast so, als ob es irgendwie eine zweite Ebene von Stadt gäbe, wenn man darüber fliegt. Und es ist unglaublich laut und es stinkt bestialisch, wenn man darüber fliegt. Ein Moloch von Stadt. Wenn wir uns dann so der Stadt nähern, werden die anderen auf jeden Fall merken, dass dieses Gefühl von dieser Fremde, die Daniel da noch so in den Dschungeln so empfunden hat, so jetzt so ein bisschen diesem Gefühl von Heimat, nach Hause kommen, also so ein bisschen mehr so ein Wohlsein kommt dann noch so in diesen andauernden Zwiespalt, den er irgendwie gedanklich noch mit sich so austrägt, mit wieder rein. Man kann sehen, die Stadt ist unterteilt, wenn ihr das oben seht, ganz, also es gehen große Straßen durch diese Stadt durch, die die Stadt strukturieren und die alle vom Himmel ausgehen, in einem Art Stern. Es sind 2, 4, 6 Straßenzüge, die sich halt so sternförmig vom Himmel aus wegbewegen und riesige, breite Straßen darstellen. Zwei gehen so Richtung Süden, eine so Richtung Norden und der Rest halt so an die Seiten. Und strukturiert diese Stadt ein bisschen. Das sind auch so ziemlich die einzigen großen offenen Gebiete, die man noch sehen kann von oben. Und natürlich der Platz direkt um den Himmel herum, der ist auch frei. Der Himmel selbst sieht aus wie ein riesiger Wehrturm. In Schwarz oder fast schon so eine Art Chrom, also in Stahl und Schwarz. Und es funkelt ein bisschen durch die untergehende Sonne. Große Gabriels-Symbole angebracht. Man sieht kaum Engel hier. Man hätte vielleicht erwartet, dass die Engel hier Patrouille fahren oder so, fliegen, aber man sieht kaum welche. Wenn man auf die Straßen herunter sieht, auch kaum irgendwelche Templer, ein Ordnat oder sonst irgendwie. Die Kirche scheint anscheinend nur durch diesen riesigen Turm richtige Präsenz zu zeigen in dieser Stadt. Was anscheinend ja ausreicht. Daniel, sag uns, wo wir landen können. Dann würde Daniel sich mal ein bisschen aus dieser Formation lösen, so auch an Inariel vorbei. Wahrscheinlich werden wir da landen, wo auch dieses Flugplateau gewesen ist, wo wir alle unsere Flugübungen auch gemacht haben. Ja. Würde dann voranfliegen und quasi Inariel und die anderen dahin führen. Mhm. Ja. Ja, wenn ihr da landet, wird euch natürlich jemand in Empfang nehmen. Gesandte der Beginen und andere Monarchen werden euch da empfangen. Einige von den gabrielitischen Engeln, die da Flugübungen gemacht haben, landen ebenfalls und stehen Spalier. Und man merkt schon, es geht sehr straff und sehr organisiert zu und keiner bewegt sich. Also wenn die Engel fliegen halt, die haben ja Flugübungen gemacht,
wenn ihr da landet, irgendwie so halbwegs in Formation, so wie ihr das gerade irgendwie ja noch irgendwie könnt. Aber die landen halt, obwohl es halt noch sichtbar sehr junge Engel sind, alle komplett in, fast landen sie zeitgleich und stehen sofort, ohne dass sie großartig schwanken oder so beim Auftreffen auf der Plattform. Sie prallen halt quasi nach unten und stehen sofort, kerzengerade. Und ja. Das ist ein beeindruckender Anblick. Und wenn ihr auf die von der Flugplattform ins Zentrum des Himmelsturms schaut, das ist ein großes Portal, was so ein bisschen, wenn man das nicht gewohnt ist, ein bisschen aussieht wie so ein Schlund, ein großes rundes Tor, das dann aufgestoßen wird und wo dann die Monarchen herauskommen und euch begrüßen. Ihr könnt auch bei Daniel dann noch feststellen, wenn er jetzt so den letzten Tag über, wo die Stimmung doch so wirklich am Boden war und wir da auch auf dem Plateau gerastet haben, so ein bisschen seine Haltung auch vernachlässigt hat, wird er da jetzt auch wieder kerzengerade und perfekteste Haltung, die er raushauen kann, stehen. Ja, was auch auffällt, ist, dass hier keinerlei Staub oder sonst irgendwelcher Schmutz liegt. Also dieser Turm ist sauber bis ins Letzte. Fast so wie bei Cetaril in Roma Aeterna. Während ihr über die Stadt geflogen seid, also allein schon der Gestank und also da, diese Stadt ist das Drecksloch schlechthin, aber die Flugplattform und der Himmel hier, die sind rausgeblutzt bis zum geht nicht mehr. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert und wo wir hingehen. Schauen wir die Leute an, schaue von der Plattform nach unten in die Stadt, weil das ist immer ein schöner Anblick, sowas. Also, naja, bei uns war keine Stadt drumherum, sondern ein paar Dörfer und ansonsten Natur. Das war viel schöner, aber hier gibt es schon spannend. Nichts gibt es hier. Also draußen halt, wie gesagt, Felder, aber hier gibt es keine Parks, keine Pflanzen, nichts. Nichts, was lebt. Ja, ich laufe auf der Plattform ein bisschen hin und her. Während Daniel ganz starr steht. Bei Liberiel hat man in den letzten Stunden, so nachdem die Stadt in Sichtweite kam, gemerkt, dass sie anfängt, mit irgendwas zu hadern und zu überlegen. Und sobald wir die Stadt erreichen, dieser Gedanke, aber was auch immer sie da beschäftigt, in den Hintergrund tritt, weil sie völlig fasziniert und irgendwie auch teilweise vielleicht abgestoßen ist von dieser Stadt. Es ist nichts, was sie so bisher gesehen oder erlebt hat, so eine zwiegespaltene Neugier in ihr auslöst. Auf der einen Seite halt Faszination für diese Bauweise, weil sie sich auch dafür durchaus interessiert. Und gleichzeitig dieser Schmutz überall. Und dieses Heruntergekommene, bis wir dann den Engelsturm erreichen. Und kurz bevor wir landen, merkt Cetariel, dass Liberiels Aufmerksamkeit sich auf sie legt oder an sie richtet. Cetariel, ich möchte das Buch lesen. Ich will wissen, wofür er gestorben ist. Ich werde darüber nachdenken und dir meine Überlegungen mitteilen, sobald wir das hier hinter uns gebracht haben. Jetzt wird meine Aufmerksamkeit von etwas anderem gefordert. Gut. Ich will nur nicht, dass es umsonst war. Mhm.
Und dann merkt man ganz schnell, dass also die vorderen, höheren Monarchen machen halt dieses Nicken, während die anderen, die dahinter stehen, so diese, der Hofstaat quasi, irgendwie sofort in so einen militärischen Gruß verfallen. Und so mit den Hacken aneinander schlagen. Die Engel nebendran halt auch, sie stehen ja sowieso die ganze Zeit Spalier. Ja, Cetariel zeigt jetzt, was einen Michaeliten ausmacht, nämlich, selbst wenn man aussieht wie ein zerrupftes Hühnchen, ist man immer noch würdevoll. Ja, das ist richtig. Weil sie muss ziemlich zerrupft aussehen, weil sie ist in ein Gebirge gekracht, wurde von einer Lawine überrollt, war dann in einer riesigen Rauchwolke, also man sieht ihr das Gefecht an, genauso wie wahrscheinlich jedem anderen Engel hier in dieser Schar. Also man könnte auch meinen, wir kommen von der Front, da fehlt nur noch ein bisschen mehr Blut. Sie hat aber dennoch eine Ausstrahlung, eine sehr, sehr starke Ausstrahlung, die sie jetzt auch einfach komplett entfaltet. Also es ist fast, ja, man könnte es mit Arroganz verwechseln, wenn jetzt quasi ein Neider es von außen betrachten würde, weil im Moment beruft sie sich einfach auf, ich bin ein Engel Michaels, ich bin wie Gott und ich stehe dieser Schar vor und derjenige, der versucht, diese Schar zu kritisieren, soll das mal versuchen. Ne? Ja, also Daniel wird auf jeden Fall die abfälligen Blicke der anderen Gabriels Engel auf sich spüren, weil auch seine Kleidung und sein Auftreten hat sich ja ein bisschen gelitten. Allerdings dann auf den zweiten Blick erntest du auch irgendwie so ein, weil du trägst ja zwei Flammenschwerter, was ja was Besonderes ist. Da ist schon wieder so ein Ticken Anerkennung von den Jüngeren. Die noch nicht wissen, wieso ich zwei trage. Ja, warum sollte man zwei tragen? Da muss ein besonderer Engel sein. Er hat keine Seele, wenn er das Schwert aus der Hand gibt. Zwei Seelen. Seine Teile. Daniel hat zwei Seelen. Ja, schon mal das Sprichwort gehört, zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Ja. Wenn die Würdenträger dann nah genug herangekommen sind, nicke ich ihnen leicht zu und sage, ich grüße euch und Gottes Segen mit euch. Ich und meine Schar befinden uns auf der Durchreise nach Norden und würden es vorziehen, die Nacht in der Sicherheit des Himmels der Gabrieliten zu verbringen. Natürlich. Unsere Quartiere stehen euch zur Verfügung. Und vielleicht wollt ihr euch erfrischen? Das würde ich tatsächlich vorziehen. Außerdem bringen wir Kunde von den Alpen. Wir trafen dort oben auf die Überreste einer Schar, die einer neuartigen Form von Traumsaat zum Opfer fiel. Vielleicht reden wir lieber drin. Ja, und dann kriegt Inaria so ein, Inaria, komm mit, wir gehen rein. Ja, also natürlich, wenn alle sich dahingestellt haben, wird Inaria das auch mitbekommen haben und sich dann auch zu euch gestellt haben. Inaria sieht die, während der Wende da so aus der Formation raus, sich ja irgendwie da rumschlendernd irgendwie alles betrachtet, merkst du diese total entsetzten und abwertenden Blicke der ganzen anderen Gabrieliten. Ist mir egal. Ja, dann komme ich euch auch hinterher. Man führt euch in so eine Art Besprechungszimmer und außer dem höchsten Würdenträger dieser dieses Empfangskomitees bleiben dann auch alle außen vor und nur ihr und die höchsten zwei Würdenträger stehen dann vor. So, Kunde von den Alpen und einer Schar. Ja. Diese Schar ist nicht mehr. Sie fiel einer neuartigen Traumsaatkreatur zum Opfer.
einer, und ich werfe so, also so gedanklich klopfe ich so Liberiel an, so, was war das, eine riesige Fliege? Was genau war das? Eine Feuerfliege. Kriegst du zurück. Dazu das Bild und die anderen nötigen Informationen. Aber, eine gigantische Feuerfliege, die wohl anscheinend selber Feuer speien konnte und immun zu sein schien gegen das Feuer der Gabrieliten. Ja, er kriegt große Augen. Ich weiß, dass eure Krieger in allerlei Kreaturen und ihren Schwachpunkten unterrichtet. Meine Ramielitin hat viele Informationen über diese Kreatur gesammelt. Und ich denke, dass diese Informationen hier besonders gebraucht werden. Dann sollten wir uns unterhalten, spricht ihr dann zu Liberiel. Wie ihr wünscht. Liberiel ist immer noch am Keuchen, versucht aber Haltung zu wahren und die Flügel nicht allzu sehr hängen zu lassen. Wir haben das Schwert des Gabrieliten geborgen. Aufgrund seiner Bedeutung konnte ich es nicht im Gebirge zurücklassen. Ich schaue Richtung Daniel. Ja, Daniel würde das Schwert dann mal von seinem Rücken ziehen, es dann an der Klinge greifen und entgegenhalten, so auch mit dem Griff, so wie man halt eine Waffe jemandem überreicht. Du hast den Namen des Gabrieliten uns erzählt, oder? Ja, also zumindest Liberiel kennt den. Kannten wir den auch? Also ich denke, sie hat euch das erzählt, oder? Ich habe euch den Namen genannt, ja. Lauriel hieß der. Okay. Dann würde Daniel die Klinge übergeben mit: Dies ist die Klinge von Lauriel. Sein Körper fiel den Flammen dieser Traumsaatkreatur zum Opfer, sodass wir nur noch das von ihm zurückbringen können. Er wird bei unserem Herrn sein und wird wohl mutig gefochten haben. Danke dir, dass du das Schwert zurückgebracht hast. Würde kurz stillschweigend nicken. Er nimmt das an sich und gibt das zu dem anderen, der dann damit in einem, durch eine Tür in einem anderen Raum verschwindet. Und ich gebe euch Möglichkeit, euch auszuruhen und etwas frisch zu machen und vielleicht eure Ausrüstung zu pflegen. Wir werden ein paar Baracken von Auszubildenden freiräumen für euch, damit ihr genug Platz bekommt. Dafür danken wir. Und Liberiel war das, nicht wahr? Ja. Euer Wissen brauchen wir dann unten in der Bibliothek. Sehr gern. Die Schar merkt, dass von ihr so eine unterdrückte Wut und Missbilligung ausgeht, seitdem Zitariel gesagt hat, dass sie ja das Schwert nicht zurücklassen konnten, sondern es hier abgeben mussten. Hm. Es ist hochgeschwappt und dann hat sie praktisch danach gegriffen und hält es jetzt unten mit Anspannung und schluckt die ganze Zeit. Ihr sagt, keiner der Schar hat überlebt? Es gab einen Überlebenden, sofern man es nennen kann. Wo ist er jetzt? Er ist bei unserem Vater. Sein Körper war geschlagen, vollständig verbrannt. Und ich erachtete es als zu großes Risiko, ihn den weiten Weg bis zum Himmel Gabriels und noch weiter bis zum Himmel der Ramieliten mitzunehmen. Dann hast du wohl getan.
Ein gefallener Engel kann nicht mehr kämpfen und ein Engel, der nicht mehr kämpfen kann, ist besser beim Herrn aufgehoben als hier. Kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen. Ja, also sie nickt noch nicht mal, sie nimmt es einfach nur hin. Man merkt keinen Unterschied. Also man könnte auch eine Statue da stehen haben. Genauso wenig kriegt man von ihr mit. Keine Mimik, keine Gefühlsregung, keine Gedanken. Man merkt, es ist ein Protokoll, was sie gerade runterspult. So wie sie es anscheinend nach vielen Einsätzen getan hat bei Kirchenoberhäupten. Dass sie berichtet, was passiert, dass sie berichtet, wer gefallen ist. Dass sie berichtet, was sie getan hat und ihre Entscheidung offenlegt. Wir werden die Namen der Schar in Ehren halten und einen Gottesdienst für sie abhalten. Ihr könnt dem beiwohnen, wenn ihr mögt. Ich denke, heute Abend ein guter Anlass vor dem Schlafen gehen. Das gerne. Werden wir. Es wird für die Neulinge vielleicht auch eine gute Lektion sein, zu sehen oder zu hören, was passiert, wenn man fällt. Das obliegt in eurer Entscheidungsgewalt. Ich maße mir nicht an, mich in die Ausbildung eures Himmels einzumischen. Auch das ist weise gesprochen. Nun, wir werden alles Weitere von Liberiel erfahren, denke ich. Ihr habt Zeit, euch in eurem Quartier aufzufrischen. Und wir sehen uns dann heute Abend bei dem Gottesdienst. Dürfen wir uns frei bewegen? Nein, Inariel. Dies ist nicht unser Himmel. Jawohl. Und jeder Himmel hütet seine eigenen Geheimnisse, die nur den Engeln des Ordens offenstehen. Natürlich. Hast du das laut gefragt oder hast du es nur so über den Gedanken? Ich habe das laut gefragt. Ich habe laut geantwortet. Ja, dann kriegst du so einen abschätzigen Blick von dem Monarchen. Und dann, ihr seid hier zu Gast. Euer Gästequartier könnt ihr natürlich frei bewegen, aber dies hier ist eine militärische Anlage. Mhm. Sicherheitszonen müssen gewahrt werden. Und die jüngeren Engel in Ausbildung sind es nicht gewohnt, Engel wie dich zu sehen. Naja, das wäre ja dann interessant für sie. Nicht in diesem Stadium. Verstehe. Von daher wäre ich euch verbunden, wenn ihr euch in den Gästequartieren aufhaltet. Das werden wir. Daniel kann sich gerade ziemlich gut vorstellen, was passieren würde, wenn da so ein Hallodri in der ersten Phase der Ausbildung da rumstolziert. Kann ich das anfassen? Warum steht hier eigentlich rum? Und wie viele von den jungen Engeln danach das ausbaden müssten, weil sie Nachfragen machen haben. Ja, und was passiert, wenn man Fragen stellt, hat Daniel ja auch gelernt. Richtig. Bevor Liberiel dann mit dem Gabrieliten mitgeht, würde Zitariel auf dem Gedankenkanal nochmal von Daniel hören, ich möchte Liberiel begleiten, damit ich diese Informationen auch bekomme und euch besser beschützen kann. Schnicke. Du darfst sie begleiten. Dann, kurze Frage. Ist das okay, wenn ich jetzt diesen unausgesprochenen Befehl bekommen habe, einfach mitzugehen, oder muss sie das laut sagen, damit die anderen das auch hören können? Die anderen wissen das, die können sie ja nicht hören. Also wenn Zitariel dir den Befehl gibt, mitzugehen, dann muss das schon kommuniziert werden. Dann würde ich dir das auch nochmal mitteilen. Das Menschen, die können keine Gedanken lesen. Dass es für die Außendarstellung besser ist, wenn du mir das auch
laut befiehlst. Ja, du kriegst so ein Say What zurück, so ungefähr, wenn es Memes noch gäbe. sie dreht sich dann zu Liberel um und sagt, Daniel wird dich begleiten, er kennt sich hier aus und wird dafür Sorge tragen, dass du sicher zu uns zurückkehrst. Eine weise Entscheidung wiederum. Ja, man sieht und spürt die Enttäuschung von Nari. Warte mal kurz. Jetzt kommt Moment. Der Gesichtswurfel wieder zum Einsatz. Dann geht bei Inariel jetzt so ein Seitenfenster auf und da steht dann Citarion so, du weißt schon, dass du alles, was sie sieht und hört, über den Gedankenkanal verfolgen kannst. Sie guckt aber nicht in die richtigen Sachen. Bleibt nicht stehen, wenn sie stehen bleiben soll. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Tatsächlich ist da jetzt so ein Hauch Emotion mit drin. So merkst du, wie diese Selbstkontrolle für den Moment so ein bisschen brückelt. Boah, ey, Inariel! Wir haben gerade Wichtigeres zu tun, als deine Neugier zu befriedigen, Alter! Was? Und dann geht der Kanal wieder zu. Du siehst so, wie sie die Schultern so anstrengt. Bevor der Kanal zugeht, merkst du noch, wie Inariel überlegt, ob er sich nackt auszieht und und unsichtbar mitgeht. Der Kanal geht instant wieder auf und du kriegst ein Nein zurück. Und sollte ich mitkriegen, dass du es trotzdem tust, werde ich dich der Gerichtsbarkeit der Gabrieliten überstellen. Haben wir uns verstanden? Ja. Geht der Kanal zu und Citarion in ihre eigenen Blase. Boah, ey, Kinder. Warum habe ich keine besseren Entscheidungen treffen können? Warum muss ich eigentlich immer Mist bauen, wenn ich irgendwas anpacke? Das ist so das, was gerade in ihrem Kopf so rumrattert, ohne dass man das tatsächlich entweder erhört oder sieht. Du hättest besser einen Sack Flöhe mit dem Dragwurst nehmen. Richtig. Das würde einfacher gehen. Weißt du, alles muss man selber machen, ey. Ich fühle mich wie eine Putzfrau. Ich habe gerade aufgeräumt und schon sieht aus wie Sau. Ja, gut. Ich verabschiede mich dann und den Rest meiner Schar und man, würde... Man weist euch, wie gesagt, so ein... man merkt, dass es schnell verlassen wurde, also ein schnell geräumtes, aber dann tipptopp wiederhergestelltes Ausbildungszimmer, also diese... wenn ihr das Prelude von Daniel gehört habt, irgendwie dieses typische militärische, langgezogene Gruppenzimmer. Das sind immerhin nicht die Kammern vom Anfang. Nee, die nicht, nein. Und ihr habt dann das ganze, das für euch fünf, das ganze Zimmer, was eigentlich für so 20 Engel eigentlich gedacht ist. Daniel wird wahrscheinlich dann irgendwann, wenn er gleich auch da ist, denken, wo sind jetzt die anderen? Aber naja. Ich würde halt auch fragen, wo der Waschraum ist und dann das wird man euch auch gehe ich mich wahrscheinlich erstmal waschen und wieder präsentabel machen. Können wir das erst machen, bevor wir zur Besprechung gehen? Oder werden wir gleich mitgenommen eigentlich? Nee, ihr könnt es auch gerne vorher machen. Ja, sehr schön. Dann wird Liberia das mich auch machen und dann endlich ihre Haare bürsten und sich wieder einen Zopf machen. Die waren ja nach dem Unglück mit der Lawine und dem Bergmassiv die ganze Zeit aufgelöst und durcheinander und jetzt mal ordentlich wieder herrichten. Will Daniel Liberia noch vorbereiten, was sie erwartet in den Katakomben unten? Oder denkt ihr, würdest du schon ertragen? Also er würde auf Details verzichten, aber er würde sie auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass da unten lebendige Traumsaat in Käfigen gehalten wird. Und würde ihr auch erzählen, dass es ein Teil der Ausbildung ist, diese Traumsaat auch zu untersuchen und zu töten und
dass es da unten entsprechend auch zugehen könnte. Gerade wenn jetzt vielleicht auch unten wieder mal eine Unterrichtseinheit abläuft oder so. Ihr lasst sie doch nicht raus aus den Käfigen, oder? Ja. Das ist doch Sinn der Sache. Wie sollen wir sie sonst unter realistischen Bedingungen töten? Wer fängt das Zeug für euch? Ich würde jetzt spontan tippen, wir. Ja. Also, Engelschan. Durch den Kanal geht ein oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann zuckt Daniel ein bisschen mit den Schultern so nach dem Motto, das ist doch ganz normal, ist das bei euch nicht so? Ja, ihr seid die Wissenssucher. Ja, aber wir haben keine lebenden Kreaturen davon. Die sind in Büchern. Das Bücherwissen hilft auf dem Schlachtfeld aber nicht. Doch. Ich gebe das dann nämlich an dich weiter und du kannst das umsetzen. Daniel weiß auch, dass es relativ, also da unten auch kaum Bücher gibt, also. Diese Kreaturen verändern sich. Das bringen sie uns schon in der Ausbildung bei. Ihr das herausgefunden, aufgeschrieben und weitergegeben habt, hat sich diese Kreatur schon dreimal weiterentwickelt und am Ende steht da eine Feuerfliege. Es gibt Ramiliten, die unterwegs sind nach ihrer Ausbildung, die diese Dinge erforschen. Pandariel war einer von ihnen. Er hat diese Kreaturen erforscht. Und er hatte viel Wissen davon. Und er hat ihre Mutationen, ihre Veränderungen, ihre Metamorphosen niedergeschrieben. Ich bin sicher, wenn ich durch unsere Bibliothek im Himmel gehen würde, würde ich reihenweise seiner Bücher finden. Wenn ihr fallt, ist euer Wissen weg. Sein Wissen, jetzt werde ich laut und auch böse offensichtlich, sein Wissen bleibt erhalten. Denn ihr fallt, ist das Wissen verloren und ihr würdet von vorne anfangen. Sind wir gerade im Bad und eskaliert dieser Streit gerade hier? Ich bin nicht mit den Mädchen in einem Bad. Doch, es gibt nur ein Badezimmer, es ist eine Militärschule. Ja, dann werde ich mich wohl später baden. Du kommst jetzt mit rein, wir haben das nicht ewig. Eben wollte er sich noch nackig ausziehen. Ja eben, genau. Das ist dein Problem. Oh je, so könnte man sich ja echt gut zu den Mädchenquartieren reinschleichen. Hast doch die richtige Klasse gewählt. Ne? Mädchen, Junge, das sind doch menschliche Kategorien. Nee, wir sitzen alle in derselben Wanne. Ja, ich heb mal den Kopf und guck so in Richtung von meinem Gabrielit und meinem Ramieliten. Ja, meinetwegen können wir auch im Bad stehen. Dann steht also ein kleiner Engel mit erhobenen Flügeln, splitterfasernackt, im Bad, das rotblonde Haar aufgelöst und noch nicht geflochten, weil sie wahrscheinlich gerade auch gewaschen hat. Es ist also nass und hängt so einen leicht gewellt und runter. Fällt so, rammt das Gesicht, fällt über die Schultern, jetzt die Hände in die Seiten gestützt und wird laut. Deutet dann mit dem ausgestreckten Finger auf dich. Wenn ihr fallt, ist alles weg. Dann fangt ihr von vorne an. Der Konter wäre, wir fallen nicht. Der Daniel vor 2 Tagen hätte das auch so geantwortet.
der jetzt Daniel blickt dich anteilnahmslos von oben herab. Er ist ja wahrscheinlich auch wieder knapp einen Kopf größer. Wenn wir fallen, kommt auch euer Wissen nirgendwo mehr an. Doch, bei der neuen Generation. Wenn wir unterwegs gefallen wären, wäre das Wissen um diese Feuerfliege komplett verschwunden. Weil wir es nicht geschafft hätten, diese Informationen an irgendeinen Himmel zu bringen. Und hier ist dieses Wissen sehr gut aufgehoben, weil wir diejenigen sind, die in der ersten Reihe stehen, wenn diese Kreaturen kommen. Ja, ihr braucht das Wissen, das ist richtig und das bestreite ich nicht. Und Pandariel hat dem Orden der Gabrieliten damit einen großen Dienst erwiesen, diese Kreaturen zu erforschen. Aber sein Wissen ist auch in dem Moment, wo es niedergeschrieben wird, schon veraltet, weil diese Kreaturen sich weiterentwickeln. Und das Wissen, was er aufgeschrieben hat, muss nicht mehr das Wissen, ein gültiges Wissen für die Kreatur sein, die wir morgen da draußen treffen. Wenn ihr auf eine neue Kreatur trefft, dann wisst ihr auch noch nichts. Das Argument zählt also nicht. Dann müsst ihr auch erst lernen. Und wenn du dann gegen die Fliege gefallen wärst, beziehungsweise Lauriel ist gefallen, weil er gekämpft hat. So wie es seine Pflicht ist, so wie Gott es für ihn bestimmt hat. Wenn wir morgen da draußen eine völlig neue Kreatur entdecken, dann hat Gott dafür gesorgt, dass ich weiß, wie man sie tötet. Nein, weil es eine ganz neue Kreatur ist, mit möglicherweise ganz neuen Fähigkeiten, auf die du nicht vorbereitet bist. Wie zum Beispiel eine Feuerfliege, gegen deren Feuer du nicht immun bist. Und du machst dein Feuer an und denkst, mir kann ja nichts passieren und zack, bist du weg. Das kann jeden treffen. Das Wissen hätte völlig verloren gehen können. Das ist richtig. Das ist richtig, aber... Das Wissen hüten. Und wenn bei euch alles Wissen verloren geht, weil vielleicht eine ganze Generation an der Front verloren gegangen ist, weil da was ganz Neues aufgetaucht ist, dann sind wir diejenigen, die zu euch kommen können und sagen können, hey, wir haben das Wissen, das ihr braucht. Hier, bitteschön. Möglicherweise, wenn wir euch für reif genug dafür halten. Euer Wissen ist beständig. Das ist warum müsst ihr euch denn jetzt... Das ist ein gutes Wort, beständig. Warum? Das finde ich gut. Ich komme so ran und ich klopfe dir auf die Schulter. Warum müsst ihr euch denn jetzt eigentlich streiten? Das machen wir doch gar nicht. Wir diskutieren. Das klingt ganz schön stark nach Streiten. Ach, Quatsch. Und außerdem, wir wissen doch alle, dass wir jeder was können. Und zusammen als Schar nur richtig agieren können. Und da ist das Wissen richtig, was aufgeschrieben wird, und da ist auch die Anpassungsfähigkeit wichtig. Beides. Ja. Tut mir leid, wenn du das Gefühl hast, dass wir streiten. Ich will gar nicht streiten. Ich habe das vielleicht auch einfach falsch mitbekommen. Tut mir leid. Alles gut. Ich gehe dann wieder zu Waschbecken und schrubbe mich. Mit dem Rücken zu dir, weil irgendwie ist das peinlich, hier so nackt zu stehen. Zum Glück habe ich die großen Engelschwingen, die alles so ein bisschen abschirmen können. Hat man gleich so seine kleine eigene Kammer. Cetaril ist dabei, sowohl ihre Haare als auch ihre Flügel zu reinigen. Und das, was sie halt feststellt, jetzt, wo sie halt wirklich mal komplett nackt ist, ist, dass sie tatsächlich Kampfwunden hat. Also sie hat immer noch diese Narbe am Flügel,
der jetzt allerdings besser funktioniert, nachdem er gebrochen wurde und wieder zusammengesetzt wurde. Ein Hoch auf Lyrie. Ja, definitiv. Eigentlich hat Daniel den gebrochen. Und was man halt auch sieht, ist, dass sie in der Körpermitte in Richtung Magengegend eine ziemlich großflächige Narbe hat, die auch auf dem Rücken quasi auftaucht. Bedeutet, dass irgendwas einmal durch sie durchgeschossen oder durchgestoßen worden. Die halt ja wirklich großflächig aussieht und auch so ein bisschen sternförmig sich ausbreitet. Wo man halt auch sieht, die ist auch ohne einen Raphaeliten verheilt. Also die ist sehr wulstig an den Rändern und hat auch unschöne Wundzusammenschlüsse. Also die ganze Narbe ist unglaublich hässlich. Und die Haut darüber spannt auch sehr merkwürdig, weil man halt sieht, dass sie halt wirklich selbstständig dort zusammengewachsen ist, nur aufgrund ihrer eigenen Engelskräfte, nicht weil da jemand nachgeholfen hat und geguckt hat, dass das alles auch irgendwie wieder richtig zusammenwächst oder eben nicht. Und ja, sie lauscht so schweigend eurem Disput in der Ecke, hat aber beschlossen, sich nicht einzumischen. Lyriel macht sich halt eher stumm fertig und versucht eigentlich schon die ganze Zeit, Zitariel halt nicht anzugucken, aber irgendwann passiert es halt einfach, wenn sie die Narben sieht, starrt sie bestimmt mal 10 Sekunden und fängt fast an zu weinen, weil einfach, oh Gott, oh nein, da muss doch, oh nein, da muss Raphaelite oder da muss ich eigentlich ran und aber gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und aufschneiden und wieder zuwachsen lassen. Nein! Ja. Diese awkward Waschszene verlassen wir dann zumindest für Liberiel und Daniel mal, weil die haben ja noch eine Aufgabe, die müssen ja noch in den Keller des Himmels quasi. Ja, Liberiel wird merken, dass der Himmel, wenn ihr durch die Gänge lauft, sehr karg eingerichtet ist. Sehr, sehr, also zweckdienlich. Das, was man aber auch sieht, ist, dass die Fenster wahrscheinlich eher sowas wie Schießscharten sind. Und dass Türen auf jeden Fall alle sehr stabil gebaut sind, wenn es denn Türen gibt. Und im Inneren des Himmels gibt es eine riesige Apparatur, eine Art Lastenaufzug, den ihr entweder nehmen könnt oder ihr könntet halt euch mit den Engelsschwingen halt runterfallen lassen und im Inneren des Turms quasi nach unten gleiten. Oder halt die Treppe benutzen. Ich glaube, das Heruntergleiten ist für Liberiel nichts. Also mal gucken. Wenn wir davor stehen, schaue ich einfach mal Fragen Liberiel an. Die steuert zielstrebig die Treppe an. Die hat diesen Schacht keines Blickes gewürdigt, sondern sie hat die Treppe gesehen und steuert darauf zu. Beziehungsweise bleibt dann stehen. Wo müssen wir eigentlich hin? Hoch oder runter? Er hat, glaube ich, Bibliothek unten gesagt, nicht wahr? Die wir Keller, ganz ja. Ganz nach unten, ja. Einige Stockwerke. Ihr seid jetzt ganz oben. Ganz unten, wenn ihr da mit die Treppe runtergeht, das wird dauern. Wie schnell erwartet man uns da? Sehr schnell. Dann schwenkst du der Blick rüber zu diesem Schacht. Wenn ich da runterspringe. Wie soll man denn da drin fliegen? Du gleitest. Aber in engen Spiralen, oder? Wie breit ist denn dieser Schacht? Ja, der ist schon breit. Also da haben mehrere von diesen großen Lastenaufzügen halt Platz. Also man müsste den halt dann ausweichen, wenn sie dann halt hoch und runter fahren. Aber da ist schon, also man kann da schon bequem runter. Auch mit den riesigen Spannweiten, den ihr da habt. Also da könnt ihr bequem zu zwei, zu dritt, zu viert oder sogar zu fünft nebeneinander fliegen. Das ist wirklich riesig. Ich schau dich nochmal an. Wir können auch den Aufzug nehmen. Das finde ich gut.
Warum habt ihr einen Aufzug? Wie funktioniert der? Ich vermute jetzt mal, der ist unter anderem dafür da, da Traumsaat-Kreaturen runterzubringen. Auch, ja. Irgendwie muss die Traumsaat in den Keller kommen. Verstehe. Naja, wir werden ja hoffentlich mit keiner in einem Aufzug stehen, oder? Das beantwortet aber meine Frage nicht. Wie funktioniert der? Ich fange mal an, den Hals zu verrenken, nach oben zu gucken, um zu gucken, ob ich sehe, wie das Einzige, was du siehst, sind halt große Ketten, die halt nach oben und nach unten gehen. Also mehr kann man da nicht erkennen, weil die verschwinden. Aber gut, ihr seid ja relativ weit oben, also oben verschwinden sie hinter so einer in der Decke quasi, in so kleinen Löchern und nach unten. Naja, also nach unten gucken und Liberien ist ja immer so eine Sache. Ja, deswegen gucke ich hauptsächlich nach oben und frage immer wieder, Daniel, wie funktioniert das? Wie bewegt sich das? Du weißt schon, dass das ein bisschen seltsam ist, sowas in einem Himmel zu haben. Du merkst, dass er da noch nie drüber nachgedacht hat. Ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert. Gut. Ich mache mir eine gedankliche Notiz und schiebe die so rüber. Wie so Schüler, die am Tisch gemeinsam sitzen, so Zettelchen rüberschieben zueinander. So schiebe ich so eine Notiz rüber an Zetariel. Über was? Über den Aufzug. Mit dem Vermerk Technologie? Fragezeichen? Ketzerei bei den Dann eine Notiz, die dazu gekritzelt wird. Und Traum sagt, was frage ich überhaupt? War eigentlich der vorsintflutlichen Waffen auch im Keller? Ja. Wenn wir dann irgendwie unten da so diese Gänge vorbeigehen, würde ich dir dann halt auch so die einzelnen Räume ein bisschen erkennen. So, ja, dahinter sind die vorsintflutlichen Waffen. Sowas, wie wir da gefunden haben. So komplett selbstverständlich, weil das halt für Daniel komplett selbstverständlich ist, dass man das in einem Himmel hat. Ich mache mir immer mehr Notizen. Ja. Was du halt auf jeden Fall. Wenn ich merke, dass du freiwillig anfängst zu erzählen, dann fange ich auch an zu fragen. Bin ich jetzt auf irgendwas gestoßen, was ich interessant finde, aber auch fragwürdig finde? Ich werde mal probieren, wie viel ich da aus dir rauskitzeln kann an Informationen, so wie, wo ihr das herbekommt, ob ihr den Umgang damit lernt, solche Sachen. Wo wir das herbekommen, weiß Daniel wahrscheinlich nicht. Er würde jetzt einfach mal genau wie mit der Traumsaat vermuten, dass es dafür Engelscharen gibt, die dafür ausziehen, um diese Dinger zu suchen, bergen und dahin zu bringen. Ja, immerhin seid ihr ja der streitende Arm Gottes und ihr seid für Waffen halt zuständig. Ne? Und genauso wie die Rameliten das gefährliche Wissen sammeln, sammelt ihr die gefährlichen Waffen. No. Natürlich. Und wir haben die Dinger auch abgefeuert, oder war das nur der Ausbilder, der die damals abgefeuert hat? Ihr habt auch den Umgang damit gelernt, ja. Und natürlich wissen wir, wie diese Waffen funktionieren. Lernt das jeder von euch? Oder muss man bestimmte Ränge erreichen? Muss man, ja. Also nicht der kleinste Engel wird da nicht dran gelassen. War ja in einem letzten Ausbildungsschritt fast, ja. Das lernen wir erst kurz vor Ende der Ausbildung. Aber jeder, der so weit kommt, lernt es. Bei uns sind manche der Bücherbereiche der Bibliothek erst als voller ausgebildeter Engel auf der letzten Stufe mit dem Siegel zugänglich. Das gibt auch hier bestimmte Bereiche, wo man nicht hin kann. Okay. Wir haben auch hier Bereiche, wo nicht jeder hin darf, aber das, was sich dahinter verbirgt, sind Waffen, die uns da draußen
immer wieder begegnen können. Und deshalb müssen wir sie kennen und wissen, wie sie funktionieren. Euer Himmel ist genauso gefährlich wie unserer. Welches Wissen haben wohl die anderen? Welche Geheimnisse? Offensichtlich sind wir uns gar nicht so unähnlich. Ja, mein Kopf schnellt um, ich starre dich an und bleibe stehen. Also für Daniel ist das halt gefährliche Waffen, gefährliches Wissen. Das ist für ihn komplett das Gleiche in dem Moment. Ja. Das ist eine erschreckende Vorstellung. Ja, sag wir mal, mach ruhig weiter. Ja. Sag mal, besteht die Möglichkeit, hier für mich eine Waffe zu erhalten? Also ich habe nur den Umgang mit dem Stab gelernt. Ein bisschen. Wie sieht das denn da so aus? Also ist das was, Zetariel, Inariel und Daniel haben sowas wie eine Standeswaffe und dürfen andere Engel Waffen tragen und so? Also klar können die Waffen tragen. Normalerweise sind Ramieliten jetzt nicht dafür bekannt, dass sie viele Waffen tragen. Und natürlich gibt es auch einen militärischen Arm des Ramiels-Ordens. Aber das sind natürlich jetzt keine vorsintflutlichen Waffen, die sie tragen dürfen oder werden. Also du kannst irgendwo in der Waffenkammer bei dir bestimmt irgendwelche Messer oder Schwerter oder sonst irgendwas bekommen. Natürlich keine Flammenschwerter, aber ganz normale menschliche Waffen kannst du Liberi besorgen, ja. Wir haben eine Waffenkammer mit ganz normalen Waffen, wie jeder Tempelritter sie aufführen kann. Allerdings müsste sie dann den Umgang damit lernen. Ne? Du kannst das sind gefährlich. Nichts, was scharf ist, das kommt mit den Flügeln immer ins Gehege. Ich habe in meinem Himmel den Ausbildung, also die Grundkenntnisse mit dem Stab gelernt. Dann schauen wir später, was wir finden. Und du musst natürlich zusätzlich zum Fliegen auch noch lernen, damit umzugehen. Warum habe ich befürchtet, dass du das jetzt sagst? Wir sind in vielen Waffen ausgebildet, ne? Also Daniel weiß alles, was Waffen angeht. Also jetzt nicht, bei den vorsintflutlichen Waffen ist es halt schon ein bisschen beschränkt, aber also du willst jetzt nicht wissen, wie man mit Atomraketen oder so umgehen kann oder Harrier-Jets fliegen oder sonst irgendwas. Aber normale Gewehre und Pistolen, sowas kennst du halt, ne? Ja. Oder ein Taser vielleicht, das wäre schon das höchste der Gefühle. Aber bei alten, also normalen Waffen, also ob Keule oder Schwert oder Messer oder ist Daniel in allem geschult? Ich kann dir beibringen, mit jeder von diesen Waffen zu kämpfen, aber es wird seine Zeit brauchen, bis du damit auch sicher umgehen kannst. Ich muss vor allem im Flug. Eins nach dem anderen. Lass mich erst einmal das Fliegen lernen. Wir müssen ja noch über dieses Meer. Ja. Aber jetzt lass uns erst mal diesen Bericht über uns bringen. Ich nehme an, wir sind da auch den Gang weitergelaufen, werden dann wahrscheinlich am Ende des Ganges da jetzt angekommen sein. Ja, da erwartet euch auch eine Begine, irgendwie mit einer schwarzen Robe, mit so einem großen Gabriels Umhänger, so eine Engelsstatue, die den Erzengel Gabriel zeigt, irgendwie um den Hals gehängt. Und die Haare komplett kurz geschnitten. Also man sieht halt durch ihre Figur, dass sie eine Frau ist, aber sonst halt so einen typischen, strammen, männlichen Militärschnitt an den Haaren. Und ihr seid die Besucher, nicht wahr? Folgt mir. Ja. Ja, und führt euch durch so eine Art Schott. Also es ist so eine Tür, wo man halt irgendwie, da ist so ein großes Rad dran und sie muss halt das Rad man sieht, dass es sie ordentlich anstrengt, aber man kann halt an den Oberarmen dann auch sehen, dass sie halt irgendwie auch austrainiert ist. Dieses Rad drehen und erst dann öffnet sich die Tür.
Man hört so ein leises Quietschen und Knacken, während sie an dem Rad dreht, und dann schwingt die Tür auf. Ja, und der Gang, der dahinter ist, ist dunkel und nur durch kleine Lichter, die in die Seiten eingelassen sind, so alle 5 bis 10 Meter ist immer so eine kleine Lichtquelle, die in der Wand zu sein scheint. Und wenn Liberiel genauer hinschaut, wird es ihr vielleicht ein bisschen gruseln, weil die gesamte Wand quasi aus Totenschädeln besteht und diese Lichter in den Augenhöhlen drin sitzen. Also es ist so, als es läuft ihr durch so einen Gang voller Schädel. Daniel? Ja, er kennt das ja. Er war ja, glaube ich, auch schon mal in diesem Raum. Ja, hier jetzt noch nicht, aber du hast so eine Art Gang schon mal gesehen, ja. Also es sind halt die üblichen, hier wird es tödlich und ab hier, also es sind halt so instinktive Warnhinweise für Leute, die hier eigentlich nicht sein sollten. Also Daniel würde halt völlig selbstverständlich da durchgehen, bleibt dann stehen. Vielleicht hat man Daniel sogar beigebracht, von wem diese Schädel sind, nämlich von denen, die nicht nachgefragt haben, ob sie hier sein dürfen oder nicht. Dieses Wissen wird er erstmal zurückhalten. Aber dann kommt auch die Frage, weil Liberia bleibt tatsächlich stehen mit und fragt dann, Daniel, was sind das für Schädel? Hat sich einem der Schädel zugewandt, der war wahrscheinlich an dem Licht interessiert, aber ist ihr das aufgefallen? Und ist jetzt wieder einen Schritt zurückgetreten und betrachtet diesen Schädel mit den Lichtern in den Augen. Daniel schaut sich diese Schädel nochmal an, schaut dann zu Liberia rüber. Willst du das wirklich wissen? Ja. Wissenssucher, Ramelie. Das sind die Schädel jener, die hier hingekommen sind, ohne hier sein zu sollen. Ich bin eingeladen, richtig, hier zu sein? Richtig. Außerdem bist du in meiner Begleitung. Du bringst mich auch nachher zurück, richtig? Es wird vielleicht ein bisschen gruselig auf dich wirken, aber Daniel fängt ein bisschen an zu lächeln. Ich mache einen Schritt zurück. Jetzt fängt er an zu lächeln. Er fühlt sich hier richtig zu Hause, man merkt schon. Er hat schon mal gelächelt in der Höhle, ja? Damals. Ihr wisst noch. Damals vor der Feuerfliege. Ich hab mal gelächelt. Ist der Gedankenkanal sonst so auf alle offen? Ja, ich muss ja zugucken. Okay, dann schwappt gerade Panik und der Gedanke, er lächelt. Er lächelt, muss ich Angst haben durch den Kanal. Alle in der Tat ist der Empfang, wenn ihr dann hinter das Schott tretet, also in den Schädelgang eintretet, wird der abbrechen. Oh. Da werde ich oben sitzen. Was ist jetzt passiert? Dariel. Das wird dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verunsichern. Ohne mich selbst zu zerreißen. Okay. Also wenn hinter euch das Schott, also werdet dann den Gang sehen, dann wird die Begine dieses Schott hinter euch schließen und ab dem Augenblick ist dann die Verbindung abgebrochen. Okay, dann wird wahrscheinlich Liberiel das in dem Augenblick auch bewusst. Sie macht noch einen Schritt zurück. Ich will hier nicht sein, Daniel. Ich will zurück. Du kommst hier schon wieder raus. Aber... Und wie? Durch denselben Gang, durch den wir gekommen sind. Aber... Cetariel ist weg. Das ist... Ist die Verbindung weg? Hat sie wieder ausgemacht? Dann ist irgendwas passiert. Weiß ich, dass das sowas wie ein Schutz ist, damit das Wissen nicht da rauskommt? Ja, bestimmt. Okay. Das... ist, um zu gewährleisten, dass dieses Wissen hier nicht rauskommt.
Beziehungsweise nicht an Leute gelangt, die nicht dafür bestimmt sind. Es ist wahrscheinlich auch total unüblich, dass ein Nicht-Gabrielit da unten ist. Ja. Bisher hat Daniel das noch nie gesehen. Dass du hier unten bist, ist eine Ausnahme. Eine Ehre. Ich verstehe. Würdet ihr mir jetzt folgen, bitte? Wenn es sein muss. Lauft diesen spärlich beleuchteten, durch die Totenschädel Augen beleuchteten Gang entlang. Und es kommt immer wieder so begitterte Nischen, die halt so rechts und links sind, an denen ihr vorbeilauft und die halt überhaupt nicht beleuchtet sind. Und Liberiel so in die Nischen hereinguckt, wird dann irgendwie nach der dritten, vierten Nische oder so, wird dann irgendwie so mal irgendwie eine Kreatur halt von innen gegen die Gitterstäbe springen und halt an den Gitterstäben abprallen. Und man hört dann dieses und die Begine vorne läuft dann vor. Als ob die das überhaupt nicht interessieren würde. Liberiel weicht zur anderen gegenüberliegenden Wand zurück. Siehst halt nur noch diese Mandibeln, die halt versuchen, irgendwie durch die Gitterstäbe. Wie könnt ihr das hier haben? Ja, sie wird immer angespannt, da zieht die Flügel immer enger um sich, dass sie schon fast wie so ein Mantel um sie liegen. Macht nur noch ganz kleine Schritte, so große, angsterfüllte Augen. Wahrscheinlich. Das spiegelt. Wahrscheinlich wirst du dabei auch nochmal so ein paar Flashbacks bekommen, als Zetariel Daniel ja herausgefordert hatte, hat er euch ja... Wird sie nicht bekommen, weil die Verbindung ist abgebrochen. Ja. Also nee, wenn, dann nee, musst du sie erzählen. Ne? Nee, als Zetariel damals in der Höhle ja ihn herausgefordert hat, hat er ja der ganzen Schar die Erinnerung von seinem Kampf da gezeigt. Ach so, ja. Mhm. Da wirst du dich wahrscheinlich dran erinnert fühlen, bei diesen Mandibeln. Ja, es kommt aber auch eine ganz andere Erinnerung hoch. Nämlich an ihr erstes Jahr, das sie ja in einem Kloster verbracht hat mit ihrer ersten Schar. Und darunter gab es Minen, wo Silber unter anderem abgebaut wurde, aber auch Eisen, Erz. Und bei den Grabungsarbeiten hat man tief im Berg eine Grotte gefunden, die mit dem Meer verbunden ist. Das Meer ist ja gestiegen. Vor vielen Jahrhunderten und manche der Höhlengänge der Alpen sind unter Wasser. Und offenbar haben einige Traumsattkreaturen dort so eine Art Nistplatz oder Lagerplatz gefunden. Und als ein Durchbruch gemacht wurde zu einer dieser, zu diesem Platz, gab es dort unten einen Kampf und meine Schar musste dort mit runter. Und daran fühlt sie sich erinnert, diese engen, viel zu dunklen Gänge und dann Kreaturen, die aus der Dunkelheit herausgesprungen sind und es dort unten einen Kampf gab, in den halt auch Liberiel verwickelt war. Deswegen sie jetzt an die Wand zurückweicht und für einen Augenblick richtig erstarrt und diese Kreatur zwar hinter Gittern, aber anstarrt mit großen, schreckgeweiteten Augen. Und sich für einen Moment nicht bewegt, sondern dann nur drauf starrt und dann, gegen die Wand gepresst ist. Mit rasendem Herzschlag. Dann würde Daniel seine Hand so ein bisschen auf deinen Rücken legen, dich so ein bisschen weiter nach vorne schieben, damit wir uns weiter bewegen, weil der Weg wahrscheinlich noch ein bisschen länger ist. Die kommen da nicht raus. Und wenn doch, bin ich da. Merkst du, du hörst in diesem Gang ihren stockenden Atem. Sie ist wirklich, als wenn du so einen Stein vor dir her schiebst, eine Steinstatue. Man nur wieder, wie könnt ihr nur? Ja, ein paar Nischen weiter sieht Liberiel tatsächlich dann Umrisse von einer menschlichen Gestalt, die irgendwie da kauert. Und irgendwie in das Licht des Ganges hereinblickt und siehst du so große Augen, die ein bisschen flehentlich in den Gang hineinstauen. Dann so der Arm, der sich irgendwie erhebt und so.
Ich lasse mich weiterschieben. Ja, ist dann kurz in der Nische vorbei, es dreht sich die Gestalt um und du siehst halt, dass aus dem Rücken dieses Menschen halt so Spinnenbeine rauswachsen. Ja. Daniel, du merkst, wenn du nicht hinter ihr hergehen würdest, um sie zu schieben, würde sie sich umdrehen und rennen. Das ist absolut nicht ihrs. Daniel würde auch ein bisschen zügiger schieben, damit dieser lange, lange Weg, den wir ja auch nochmal später zurück müssen, nicht ganz, also damit, dass dieser Weg ein bisschen schneller vorbeigeht. Ihr durchquert ein weiteres Schott und kommt in einen etwas heller erleuchteten Raum. Anscheinend ist es hier so, ist ein bisschen so, dass die Wände selbst Licht abzugeben scheinen. Und zwar immer in so Abschnitten. Das heißt, die Begine läuft halt vor. Und der Gang ist an sich ist dunkel. Und immer wenn sie in den Gang reintritt, dann erleuchten sich die Wände. Und wenn sie ein Stück weiter vorgeht, fängt wieder ein Teil der Wand an sich zu leuchten. Und dann wieder ein Teil und wieder. Und hinter euch geht das Licht halt wieder aus. Also immer da, wo man läuft, ist es gerade hell. Und ihr biegt dann irgendwann ab in eine Art Zimmer und man hört in diesem Gang schon auf dem Gang laute Geräusche, irgendwie so schmatzende und laute bohrende Geräusche. Und als ihr dann in dieses Zimmer hineintretet, seht ihr auch, wo die herkommen, denn da liegt ein großer Kadaver mit so, also so von so einer Fliege auf dem Rücken, die halt so die Beine halt so eingekrümmt nach oben hat und ein Mensch halt mit so einer Apparatur auf dem Kopf, irgendwie so einer großen Brille mit ganz vielen verschiedenen Gläsern vor, darüber gebeugt und hat so einen riesigen Bohrer in der Hand und bohrt in diesem Fleisch dieser Fliege herum. Und schaut dann auf und hört, dann macht er den Bohrer aus. Ah, Besuch! Er hat so einen spitzen Bart und ein bisschen ein großes, kantiges Gesicht. Sieht im Gegensatz zu der Begine sehr ausgemergelt aus. So einen Kittel, Laborkittel an. Überall und über mit so komischen Flecken, braunen, roten und anderen ekeligen Flecken benetzt ist. Ich werde den wohl lange nicht gewaschen, den Mantel. Hat so Handschuhe an und streift die sich gerade ab. Besuch, da muss ich mich ja herrichten. Klappt dann so diese Brillengläser nach oben. Man sieht dann so in große, neugierige Augen. Oh, direkt zwei Engel und ein Engel des Ramiel. Du hast Informationen für mich, habe ich gehört. Es schwankt so zwischen verzweifeltem Kopfschütteln, aber Information, ja, was mir jetzt halt verzweifelt Kopfschütteln wird. Die ist einfach nur kreidebleich, die Augen riesengroß, die Hände in ihren Rock gekrallt, unfähig, gerade ein Wort rauszubringen. Sie will eigentlich nur noch weg. Welche Art von Traumsaatkreatur handelt es sich denn? Nummer Typus 1, 2 oder 3? Wenn so, Daniel mitkriegt, dass sie damit so ein bisschen gerade mit diesem Gesamtanblick überfordert ist, wir sind den Resten einer Schar begegnet, die von einer Feuerfliege ausgelöscht wurde. Ah, Fliegen mit Feuer, ja, die habe ich schon mal gesehen. Ja. Diese sind anders. Wie anders? Unser Feuer ist wirkungslos gegen sie und unser Feuerschutz wirkt nicht gegen sie. Faszinierend, faszinierend. Und ihr habt gegen sie gekämpft und sie besiegt? Nein, wir haben was mitgebracht. Wir fanden eine Schar oder deren Reste. Der Gabrielet war ein Haufen Kohle. Oh, das ist bedauerlich. Und deren Ramielit hat gerade so die Begegnung überlebt, sodass er sein Wissen
noch mit Liberiel teilen konnte. Ja, das ist doch hervorragend. Das ist doch die beste Nachricht, die ich heute schon gehört habe. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Informationen extrahieren aus diesem Engel dort, nicht wahr? Wie ist denn dein Name, Kindchen? Ja, während die beiden gesprochen haben, hat Liberiel die Augen geschlossen, sich auf die Stimme von Daniel konzentriert. Selber immer wieder Wissen, Wissen, Wissen vor sich hingemurmelt. Und wenn sie die Augen jetzt wieder öffnet, macht sie die Gefühle aus. Weil hier, sie muss das Wissen weitergeben, und zwar vernünftig und nicht mit Gestammel und Sonstigem. Das ist ihrem Orden nicht würdig. Wenn sie die Augen aufmacht, strafft sie sich auch. Die Flügel, die wieder Spannung bekommen und sich aufstellen. Ja, ich habe das Wissen. Ich kann das weitergeben. Hervorragend, hervorragend. Kann ich es irgendwo... Seid ihr des Lesens mächtig? Nein, aber wir haben ja eine ganz andere Methode hier. Die da wäre? Du kannst es doch bestimmt erzählen, nicht wahr? Ja, natürlich kann ich. Hervorragend, komm mit. Ja, folge ihm mal. Man merkt an ihrem Gang, dass es offen, dass sie völlig umgeschwenkt ist, von panisch zusammengekauert, jetzt wirklich die Selbstsicherheit eines Ramieliten an den Tag legt und aufrecht geht. Ja. Daniel ist auch ein bisschen überrascht, ob des Kontrastes. Ja, als Daniel Liberiel folgen will, dreht er sich dann nochmal um und sagt, das ist privat. Ich habe den Auftrag meiner Michaeliten, dieses Wissen ebenfalls zu erhalten, um... Und ich habe den Auftrag des Erzengels persönlich, niemand anderen hier reinzulassen. Du möchtest mir nicht sagen, dass dein Michaelit höher ist als der Erzengel. Dann werde ich hier warten. Wusste ich's doch. Komm mit, Kindchen. Mein Name ist Liberiel. Ah. Bitte nennt mich nicht Kindchen. Liberiel. Hervorragend. Kann ich mir merken. Dann folge ich ihm. Wie das Buch, ne? Liberiel. Ja. Wie passend. Ja, er geht mit dir in den Nachbarraum, und das Erste, was dir dann auffällt, ist ein großes Wandrelief mit dem Symbol des Ramiel tatsächlich, also deines Ordens. Und auf der gegenüberliegenden Wandseite ist eine große Stahlwand, die unterbrochen ist in der Mitte durch eine Art Gehänge, in denen ein Mensch hängt, der auch ein Ordensgewand des Ramiels anhat. Noch so ein großes, so eine Kette der angelitischen Kirche, also dieses Engelskreuz um den Hals hat und so den Kopf nach unten hat, hängt halt so in so einem Geschirr drin, die Arme nach oben, Beine nach unten, so auseinandergespreizt, so wie diese anatomische Darstellung von einem Menschen, die wir da mal ins All geschossen haben. Ich weiß gerade nicht, von wem sie ist. Der hängt halt in dieser Wand drin, mit nach oben, nach unten festgehalten durch Ketten. Und der hat eine Art Mütze oder Helm auf dem Kopf, aus dem Seile hängen, würde das Liberiel vielleicht, die in die Wand hineinragen. Hat so den Kopf so nach unten. Macht dein Bruder meines Ordens. Kahl geschoren und die Seile gehen halt in den Helm rein. Was macht dein Bruder meines Ordens hier? Na, er ist der. Trete mal ihn heran. Ist er uns zugeteilt als Bindeglied und versorgt uns mit Informationen. Ist doch eure Aufgabe, Informationen sammeln, nicht wahr? Ja. Seht ihr? Wieso habt ihr keine Engel Ramiels bei euch? Ah, oh, hin und wieder zu Besuch. Wieso dient davon keiner als Bindeglied? Das wäre, glaube ich, Verschwendung. Ihr seid nicht sehr... Ein Engel, der den ganzen Tag hier unten im Keller rumhängt? Nein, er könnte oben im Licht sein. Richtig.
Deswegen das nehmen wir keinen Engel. Das heißt, er hängt hier den ganzen Tag in der Dunkelheit? Naja, zu tun. Ich geh mal ran. Lebt der? Er atmet also, zumindest, ja. Wenn du näher an ihn rangehst, dann zuckt so der Kopf so hoch und man sieht, schlägt so die Augen auf und verdreht die so nach oben. Man sieht halt die Augen so ganz schnell links oben. Bewegt halt so die ganze Zeit, guckt die ganze Zeit irgendwie ungezielt. Auch die Augen gehen teilweise auch in verschiedene Richtungen. Ein Bindeglied. So. So. Ja, und jetzt erzähl ihm, was du in Erfahrung gebracht hast. Jawohl. Pandaril hat mir ja die Maßstäbe und alles von der Fliege, gegen die sie gekämpft haben, gegeben und auch ein Modell davon gemacht. Genau, ja. Ich würde also kurz noch einmal mit den Worten deines die Suche, deines die Kathedrale, deines das Wissen in meine Kathedrale gehen, mir diese Fliege nochmal anschauen, mir die Notizen, die er mir hinterlassen hat, anschauen und dann ja nur wenige Sekunden später wieder die Augen aufschlagen vor diesem Menschen und... Ja, der schaut dich inzwischen mit klarem Blick an. Also guckt nicht mehr so irgendwie wirr durch die Gegend, sondern scheint das irgendwie scheint sich auf dich zu fokussieren. Du erhältst deinen Bericht von Liberiel aus der Schar Cetariels. Wir sind am Tage des Herrn, füge Datum ein. Er beginnt das genau zu wiederholen, was du sagst. Und so ist halt immer so wie so ein Hall hinter dir, spricht er genau die Sachen nach. Nein, ich blende das aus und ja, rede dann. Sind wir von einem Bruder meines Ordens, Pandariel, kontaktiert worden aufgrund eines Angriffes durch eine neuartige Traumsatzkreatur? Unser Gabrielit Daniel ist zusammen mit unserem Urieliten Inariel vorausgeflogen, um die Gegend zu erkunden. Was sie fanden, ist ein großes brennendes Areal, darin die Leichen von Pandariels Schar. Das Feuer der Kreatur konnte selbst den Gabrieliten schaden. Ich habe im Folgenden die Informationen über den Angreifer erhalten und gebe dann die Maße der Fliege und dass sie Ähnlichkeit hat mit einer Schillerfliege, wie sie auch auf Leichnamen und Kadavern zu finden ist, wieder. Der Panzer ist extrem hart und hält auch schweren Schlägen stand. Sie ist immun gegen das Feuer der Gabrieliten. Im Gegenzug ist ihr eigenes Feuer, das sie ausspeien kann, gefährlich für den Orden der Gabrieliten und damit auch für jeglichen anderen Engel. Die Schar hat keinen Weg gefunden, den Angreifer wirklichen Schaden zuzufügen und sich ihrer gut zu erwehren. Gefunden haben wir sie, nenne dann so Bereiche des Gebirgsmassivs. Sie ist dort noch und sollte gejagt werden, sie wird gefährlich sein. Ja, endet halt ganz kurz nach dir, dann fängt er wieder an, in alle möglichen Richtungen zu schauen. Und wird wieder sein Blick klar, wendet dann sich ab und spricht zu dem Mann. Spezies 297A Roh 4 identifiziert, katalogisiert, bekannt, selten. Ich schau mal auch zu dem Mann hin. Wie ist eigentlich euer Name und was heißt bekannt? Was wisst ihr über sie? Informationen restriktiert. Ihr haltet also nicht viel von Informationsteilung. Gut. Es ist Aufgabe des Ordens des Ramiel, Wissen zu sammeln, nicht weiterzugeben. Gefährliches Wissen bleibt unter Verschluss.
Sicherheitszugang, korrekt. Schaut so auf deine Engelsmarken, ihren Rang nicht zugänglich. Gut. Lässt den Kopf wieder unten fallen. Ich würde mal zu dem Professor gucken. Mhm. Habt ihr Informationen über eine Traumsaatkreatur, die in Wasser lebt und einem großen Wurm ähnlich ist? Ja, haben wir. Habt ihr welche gesehen oder mitgebracht? Nein, wir haben gar nichts mitgebracht. Ach, wir haben eine gesehen. So ein Wurm fehlt mir noch in meiner Sammlung. Allerdings müssten wir einen Wassertank anfertigen und ihn irgendwo hinbauen. Mein Beileid, dass ihr noch keinen habt. Vielleicht könnt ihr einen jagen. Würde darüber ich werde auch Anfragen starten, ja. Ich werde sagen, wo wir das Viech gesehen haben. Ja, genau, wo? An der Adria sind wir auf ihn gestoßen. Michaelsland, ja. Kein Wunder, dass wir da was... Es gibt, wenn man südlich der Alpen ist, einen Zipfel, der in die Adria hineinragt. Dort ist ein Fischerdorf. Bei dem Überflug dorthin haben wir die Kreatur im Meer gesehen. Sie kreiste dort unten eine Weile, ist hochgeschossen, hat versucht, nach uns zu schnappen, doch wir waren zu hoch. Hervorragend. Ja, das entspricht dem Jagdverhalten. Ich gehe davon aus, dass Bewegung über dem Wasser ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Ja, ich denke, da habt ihr recht. Man sollte sich in diesem Adria-Gewässer generell etwas vorsichtig bewegen. Ein Wunder, dass ihr das noch nicht wüsstet. Oder dass euer gabrielitischer Begleiter das nicht gewusst hat. Nun, er hat vielleicht hat er in der Ausbildung einfach nicht genug aufgepasst. Meine Vorlesungen sind sehr beliebt bei den Rekruten. Ich bin sicher, dass unser Gabrielit hervorragend ausgebildet wurde von seinem Himmel. Na, vielleicht hat er meine Vorlesung nicht besucht. Die Menschen dort sind auf den Fischfang in den Gewässern angewiesen. Es wäre gut, wenn diese Kreatur beseitigt werden würde. Ja, ich werde das veranlassen, dass sie hierher gebracht wird. Dann ist sie von da weg und ich habe neue Arbeit. Dann wünsche ich euch damit viel Vergnügen. Oh, danke schön. Ich muss noch eine Feuerblase entfernen, wenn ihr mir folgen mögt. Jawohl. Mein Blick liegt noch mal auf diesen Mann, der da angebunden ist. Der hängt ist jetzt halt schlaff in diesem Gehänge. Ich würde meinen Blick mal durch den Raum schweifen lassen, was ich hier sonst noch sehe. Das ist halt sonst sehr karg eingerichtet. Es gibt tatsächlich so ein Regal, wo einige Folianten drin stehen und ein Schreibpult. Ansonsten halt irgendwie so ein Kasten mit so einem Glasfenster, was in die Wand eingelassen ist. Und ansonsten ist der Raum aber leer. Und halt dieses große Relief des Ramels-Ordens. Ja, dann folge ich ihm raus und werde mich dann wieder zu Daniel gesellen. Die Augen klar, die immer noch eine sehr aufrechte Haltung. Ja, dann kommt sie wieder zu dir zurück, Daniel. Und ihr werdet wieder zurückgeleitet nach oben. Ja. Währenddessen. Denke ich, sitzen wir in unserem Zimmer. Wie lange hat das Ganze ungefähr gedauert? Ach, die werden eine ordentliche Zeit unterwegs gewesen sein. Mindestens so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde oder so. Ja, also es war spannend bis zu diesem Shot. Und den richtig spannenden Teil hast du nicht mitbekommen. Ah, und dann... Ja, der Professor sagt Liberien natürlich beim Rausgehen auch noch, dass es klassifiziertes Wissen hier, was sie gesehen haben. Denken Sie dran, das mit niemandem zu teilen. Natürlich. Ich weiß schon, wann ich wem was mitteilen darf. Ich bin ein Engel Ramels. Davon bin ich ausgegangen. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Ich hüte das Wissen und höre und gehorche. Ja.
Ja, während der Zeit, wo dann die Verbindung abgebrochen ist, laufe ich halt ruhelos im Zimmer auf und ab. Ja, es gibt auch keine richtigen Fenster, nur so ein Schießschaden. Oh. Ich sitze auf einer der Pritschen und ich habe Kamils Schulterschutz bei mir auf dem Schoß, also den Schulterschutz des verschiedenen Gabrieliten, Michaeliten, ja, der im Gebirge gefallen ist. Kommt mir das Motiv bekannt vor? Kannte ich Kamil? War der in meinem Jahrgang? Nee, ne? Okay, das ist gut. Ja, ja, die sind ja alle so bemalt, irgendwie, was man da drauf sehen kann, ist irgendwie so zwei gekreuzte Schwerter. Beliebtes Motiv. Ist das beliebt? Und würde ihn eine Weile sehr, sehr intensiv anstarren. Und irgendwann stelle ich den beiseite. War die schon mal im Himmel von Gabriel? Sehe ich aus wie ein Gabrielit? Nein. Dann hast du deine Antwort. Aber das heißt ja, dass du jetzt auch gerade nicht im Himmel von Gabriel bist. Du hast mich gefragt, ob ich schon mal im Himmel von Gabriel war. Ja. Nein. Gut. Jetzt guckt zu Lyriel. Ich auch nicht. Und ich habe keine große Motivation, wieder herzukommen. Nee, es ist ziemlich langweilig hier. Eigentlich ist es interessant, aber nicht für dich. Ja, es ist ja furchtbar. Und viel zu grau. Kalt. Viel zu wenig grün. Obwohl, eigentlich kalt ist es nicht möglich. Eigentlich ziemlich heiß hier, aber... Ja. Stickig. Nun, das hier ist kein Garten. Er soll keine Blumen hervorbringen, sondern Waffen. Krieger. Also eine Schmiede. Ja. Das gibt's auch. Dieser Himmel ist die Schmiede Gottes. Er schafft die besten Waffen dieser Welt. Ich mag es, wenn sie wachsen. Aber alles Gute. Ja, spürst du mir, also gedanklich hat Lyriel sich halt nicht so gut unter Kontrolle, deswegen du merkst, dass sie eigentlich was sagen will, aber halt, guckt halt in deine Richtung und tut es dann nicht. Pflanzen können ja auch eine Waffe sein, ne, so Gifte und so, aber sagt sie jetzt nicht. Sie hat keine Lust, nochmal so angepult zu werden. lieber nicht. Das Gute ist, Zitari kann alles, was in deinem Kopf vorgeht, wissen, wenn du sehen sie möchte. Ja, deswegen sage ich es ja jetzt auch. Und deswegen, wie gesagt, Lyrino hat sich da halt nicht so unter Kontrolle. Da hat sie keine Kraft für, um das zu verhindern, dass Tari da ihre Gedanken sieht, von daher. Und wie ist der Plan? Wollen wir morgen weiter nach Prag? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich warte gerade, dass ich den Kontakt wieder bekomme. Ja, und ich laufe weiter durchs Zimmer. Ja, vielleicht hast du deine Ausrüstung überprüft? Vielleicht fühlt er sich auch ein bisschen eingesperrt. Also ja, es ist echt schlimm. Ja, das kann ich machen. Jawohl, Zitariel. Ich überprüfe meine Ausrüstung. Hier wirst du einige gute Pfeile bekommen. Wenn ich mit jemandem reden darf, dann ja.
Man redet nur, wenn man gefragt wird, würde Daniel sagen. Naja, gut. Irgendwann kommt der Kontakt halt wieder. Genau. Du merkst dann aber auch die komplette Emotionslosigkeit von Liberien, falls sie das nicht wieder angemacht hat. Mm-mm. Anmachen geht, wieder ausmachen ist schwieriger. Sobald ich halt merke, dass die beiden in meinem Gedanken aufploppen, plupp, plupp, sind sie natürlich auch wieder im Netzwerk drin. Und das ist der Moment, in dem Citariel sich zu Lyriel umdreht. Und halt jetzt nur noch gedanklich spricht, damit alle das mitbekommen. Lyriel tritt vor. Ich trete vor. Vor was auch immer. Und lass ein bisschen den Kopf hängen. Ich erkenne an, dass deine Tat in der Höhle durchaus mutig war. Ich erkenne an, dass sie seiner Natur entspricht. Und ich erkenne an, dass sie deinem göttlichen Wesen entspricht. Aber die Entscheidung, die getroffen wurde, hast du nicht zu entscheiden. Du hast sie nicht zu tragen und du hast auch die Konsequenzen daraus nicht zu tragen. Es ist nicht deine Aufgabe, dich damit zu belasten. Es ist meine. So wie es meine Aufgabe ist, diese Schar zu beschützen, sie anzuleiten und sie zu führen. Und ich sage dir, dass ich diese Schar vor jedem Unheil schützen werde. Kommt es von außerhalb oder von innerhalb? Und sollte sich herausstellen, dass eine deiner Entscheidungen irgendwann diese Schar in Gefahr bringt, wirst du die Konsequenzen dafür tragen. Und ich die, die darauf folgen. Du bist ein Teil dieser Schar. Deine Hauptaufgabe ist es, dieser Schar zu helfen, uns zu unterstützen und uns zu heilen. Und ich möchte, dass du das verinnerlichst. Denn sonst werde ich dich nicht mitnehmen. Ich würde der Schar niemals Schaden zufügen. Aber ich habe verstanden. Das hoffe ich. Dann bist du mir nicht mehr böse?
In dem Moment mit großen, runden Augen an. Und in dem Moment fällt halt der emotionale Schild, was bei ihr erstaunlich leicht geht tatsächlich. Und sie schaut dich an. Ich war dir nie böse, Lyriel. Wie gesagt, ich verstehe, warum du tust, was du tust. Und ich kann nicht von dir verlangen, dass du verstehst, warum ich tue, was ich tun muss. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass du darauf vertraust, dass ich alles tun werde, um diese Schar zu beschützen. Auch dich. Ja, darauf vertraue ich. Das ist gut. Und dann gehe ich rüber und nehme sie in den Arm, weil sie braucht es. Zetari steht tatsächlich auf und nimmt sie in den Arm und eine schöne Endszene für heute, finde ich. Ja. Denn wir sind schon ein bisschen über unserer Zeit für heute. Ja, cool. Dann enden wir im Gabrielitenhimmel bei Daniel zu Hause mit einem emotional aufgeregten Inariel, mit Etaril und Lyriel, die sich umarmen, und Liberil und Daniel, wie sie durch die Katakomben des Himmels wandern und erstmal verdauen müssen, was sie da unten gesehen haben oder erlebt haben. Ja, und dann werden wir in 2 Wochen feststellen, wenn alles klappt, wie es weitergeht hier in Nürnberg und ob es da Lebkuchen gibt. Kann schon mal, es gibt eine Nürnberger Spezialität, die tatsächlich beschrieben ist, aber mal gucken, ob wir dazu noch kommen. Ja, gut, vielen Dank fürs Mitspielen und euch da draußen fürs Zugucken. Danke an den Jingle Channel für den Raid. Das war ganz toll, auch wenn davon nicht viele geblieben sind, aber sie sind ja auch mittendrin hier reingeplatzt und da würde ich auch nicht verstehen, was hier abgeht. Und Cool. Wenn ihr mehr Rollenspiel wollt, dann schaut ihr auf dem Nerdpool vorbei. Über Yamera läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Und da ist nochmal im Chat die Adresse. Und ja. Ich schicke euch gleich auch weiter an einen anderen Kanal, dann können wir auch weiter raiden. Haha, schickt die Leute direkt weiter. Aber vorher möchte ich gerne noch erfahren, wann es das nächste Mal was mit D-Rex zu gucken gibt. Das nächste Mal jetzt am Samstag auf dem Kanal vom Kakko. Da leitet der Ratch eine neu anlaufende, weitergeführte Kampagne der Ripper-Brut im Savage Worlds System. Das ging alles mal los mit einem spontanen One-Shot, weil was ausgefallen ist, und das hat sich jetzt irgendwie verselbstständigt. Wir haben Jack the Ripper getötet und werden jetzt seine Nachfahren jagen. Die sind nämlich gar nicht mal so nett. Ja, das klingt doch interessant. Also viktorianisches Monster-Schnetzeln. Nee, tatsächlich in der Neuzeit. Oh, Neuzeit. Weil Rippers ist ja sonst nur irgendwie ein bisschen viktorianisch angehaucht, ne? Richtig, der Ratch hat da so ein bisschen sich überall zusammengeklaubt und hat da was in die Neuzeit gesetzt. Ja, also wenn ihr wissen wollt, was das geht, dann schaut ihr auf dem Kanal von Der Kakko auf YouTube vorbei. Samstag war das? So? Genau, am Samstag. Ja, wo ihr den findet, ich muss den Kommando habe ich. Linkliste heißt es, genau. Ausrufezeichen Linkliste. Ja, oder sowas, genau, ja. Falsch. So. Da findet ihr auch alle YouTube- und Twitch-Kanäle, die dem Nordpol bekannt sind. Da könnt ihr dann mal reinschauen, falls ihr Unterhaltung sucht.
Ja, und wann gibt's das nächste Mal was mit Lokis Weib zu gucken? Das nächste Mal wieder Engel. Also es ist zwar was in Planung, das ist aber so weit in der Zukunft, dass ich da noch nicht zu spoilere. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. Mhm. Ja, und wann gibt's das nächste Mal was mit Feder? Wenn alles klappt, tatsächlich am Sonntag, weil wir spontan einen Wechselbalg-Termin gefunden haben, bedeutet, meine Spieler werden, nachdem sie vor der Praxis des Magiers geendet haben, hoffentlich den Weg in diese Praxis finden. Aber da es Spieler sind, wer weiß, vielleicht drehen sie auch auf der Schwelle um und machen etwas komplett anderes. Also schauen wir mal. Ja, auf dem YouTube-Kanal von Feder könnt ihr reinschauen am Sonntag Wechselbalg der Traum mit einer ganz tollen Runde, ja, die sich zu gucken lohnt. Ja, last but not least kann man zusammenfassen, Jamera und Hotney gibt es ja fast immer im Doppelpack oder diesmal nicht. Gibt es irgendwas Neues bei euch? Nee, weiterhin im Doppelpack. Wir haben jetzt eine ruhige Woche vor uns. Und dann am 9. nehmen wir die nächste Folge bei Inkling auf für seine Wechselballkampagne 1969 in Edinburgh. Wir haben gerade die Samhain-Nacht, wo die Trennung zwischen der Welt der Feen und der realen Welt sehr dünn ist. Und die Schatten treiben böse Streiche mit uns. Die Folge wird da aufgenommen und dann im Laufe des Novembers als YouTube-Premiere online gestellt. Genau, Termin werden wir dann nochmal bekannt geben, wenn wir es genau wissen. Und dann in der 46. Kalenderwoche laufen bei uns auf dem Twitch-Kanal am 12. City of Mist. Wird dann weitergehen. Ja, da wird die Gruppe vielleicht wieder ein bisschen getrennt unterwegs sein. Die einen, die ein Anwesen infiltrieren und die anderen, die auf einen essen gehen müssen und dort bedienen sollen. Mal gespannt, wie das läuft. Und am 13., also gleich am nächsten Tag danach, geht unsere eigene Wechselbalgrunde Piraten 1707 weiter. Wir schauen mal. Zur Gruppe ist jetzt ein neuer Charakter gestoßen, den sie dort auf der Insel gefunden haben. Eine Schiffbrüchige, die dort schon sehr lange gelebt hat. Und mal schauen, vielleicht finden sie jetzt gemeinsam einen Weg runter von der Insel. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bauen sie ein Floß, vielleicht finden sie eine andere Lösung. Teleportation soll ganz gut funktionieren, habe ich gehört. Ja, zum Beispiel. Ein Spieler hat sich auch angeboten, alle auf seinem Rücken tragend hinüberzubringen oder so. Aber du hast am nächsten Freitag Königsmacher vergessen. Oh, stimmt. Oh ja. Da freue ich mich persönlich am meisten drauf. Ja. Am 8. November bei Mischka RPG auf dem YouTube-Kanal geht auch die Königsmacher-Runde weiter. Einer meiner Lieblingsrunden, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. So, ja. Schön. Dann wissen wir jetzt auch, wo wir euch das nächste Mal sehen könnt. Hier auf dem Twitch-Kanal geht es am Sonntag weiter. Bei mir auf YouTube geht es am Samstag ein Leckerbissen. Da geht nämlich unser Hörspielprojekt in eine weitere Folge. Also da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Und was um die drei jugendlichen Helden in Aventurien so alles erleben. Ja, dann schicke ich euch jetzt gleich mal weiter. Und vorher erzähle ich euch noch, dass ihr uns unterstützen könnt auf Patreon. Und da gibt es auch ein bisschen Zusatzcontent zu einigen Runden. Am meisten gibt es momentan zu Vampire the Masquerade, zu Blood and Sand. Aber vielleicht kommen dann nach und nach für die anderen Runden auch mal ein paar Sachen nach. Es gibt ein paar Charakterbögen für die DSA-Runden. Und gestern gab es auch eine Abstimmung für diese Runde, wie das Thumbnail aussehen soll. Also wenn ihr sowas irgendwie wollt, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Ja, dann schaue ich mal, wen kann ich denn hier raiden? Ulysses-Spiele raiden? Nee, weiß nicht. Ich glaube, ich mache lieber jemanden, der nichts. Oh, die spielen alle sonst Na gut, dann, die einzigen Rollenspielsachen sind Ulysses. Dann raiden wir jetzt Ulysses mit ganzen 6 Leuten. Oder? Moment. Doch, alle 6 wollen rüber zu Ulysses. Viel Spaß bei Ulysses. Und wir machen jetzt noch eine Aftershow-Party für die Patreons und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Bye-bye.